Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Jörg Haas. Ich bin hier von der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind sozusagen hier die Gastgeber und wir sind natürlich extrem erfreut, hier Kate Raworth bei uns begrüßen zu dürfen. Kate Raworth ist hier zum zweiten Mal. Sie hatte bereits 2013 hier eine Green Lecture gehalten. Und nun ist sie also hier zur Vorstellung ihres Buchs Die Donut-Ökonomie. Wir freuen uns wirklich riesig über diesen Besuch und wir freuen uns natürlich auch ganz gewaltig über dieses großartige, große Interesse. Hier im Raum ist es überfüllt. Es ist auf der Treppe draußen schon sehr voll und im Livestream erwarte ich auch noch eine ganze Menge Leute. Also man sieht, es ist ein wirklicher Hunger nach neuen Ideen, nach neuen ökonomischen Konzepten. Diese Veranstaltung fügt sich ein in eine Reihe von weiteren Veranstaltungen, in denen wir neue Perspektiven auf unsere Wirtschaften zur Diskussion stellen wollen. Wir hatten im Januar eine Diskussion über transformative Wirtschaftswissenschaften. Wir hatten im Februar etwas über das Verhältnis von ökologischer Transformation und Digitalisierung zum Buch Smarte Grüne Welt. Wir haben jetzt Donut Economics, wir haben im Mai eine Reihe von Filmvorführungen mit Diskussionen zum Film System Error, der die Frage nach der Zukunft des Kapitalismus stellt. Und schließlich werden wir im Juni eine Veranstaltung zur Gemeinwohlökonomie mit Christian Felber haben. Also das ist eine ganze Serie von Veranstaltungen zum Nachdenken über einen anderen Wirtschaft, eine Transformation unseres Wirtschaftens. Wir wissen, Business as usual ist keine Option. Unsere Art zu wirtschaften fährt gerade gegen die Wand. Sie überschreitet zahlreiche planetarische Grenzen und befriedigt dabei nicht einmal die Grundbedürfnisse einer großen Zahl von Menschen. Eine solche große Transformation unseres Wirtschaftens ist dringend notwendig, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Im Zuge der sich zuspitzenden globalen Nachhaltigkeitskrise verstärkt sich eine weltweite Suchbewegung nach wirtschaftspolitischen Konzepten jenseits der herrschenden Wachstumsfixierung. Wir beteiligen uns als Böll-Stiftung an diesem Suchprozess als Forum für Debatten wie heute Abend und mit eigenen Impulsen. Eine lange Tradition hat bei uns die Beschäftigung mit den Commons als einer Perspektive, politische und ökonomische Teilhabe jenseits von Markt und Staat zu organisieren. Da draußen liegen einige Bücher zu dem Thema, die wir also mit herausgegeben haben. Ich möchte jetzt schon ein bisschen den Appetit wecken auf ein neues Buch von David Bollier und Silke Helfrich, das im nächsten Frühjahr erscheinen wird und das sie mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung schreiben. Mir bleibt jetzt gar nicht viel mehr übrig, als herzlichen Dank zu sagen. Herzlichen Dank an unsere Kooperationspartner, dem Netzwerk Plurale Ökonomik, Oxfam und den Blättern für deutsche und internationale Politik sowie dem Hansa Verlag. Es ist eine großartige und sehr, sehr gute Zusammenarbeit, völlig reibungslos. Es macht wirklich Spaß, so zusammenzuarbeiten. Ganz herzlichen Dank also unseren Partnern. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als zu übergeben an den Moderator des Abends, Daniel Leisegang. Ja, ganz herzlichen Dank auch an die Böll-Stiftung, dass wir heute Abend hier sein dürfen und können. Für uns alle, die das hier veranstalten, ist es sicherlich eine große Freude zu sehen, wie viele hier sind. Und wie gesagt, ich habe das Vergnügen, als Moderator durch den Abend zu führen. Mein Name ist Daniel Leisegang, ich bin Redakteur bei den Blättern und das Thema beschäftigt uns schon sehr lange und wird uns auch noch lange beschäftigen. Ich möchte aber, bevor ich zwei Anmerkungen machte, erstmal einen großen Dank aussprechen, nämlich an die, die im Hintergrund arbeiten, nicht nur die Dolmetscher und die Technik, schon an dieser Stelle ganz großen Dank für die Arbeit, die vor Ihnen steht und schon hinter Ihnen liegt. Sondern ich möchte vor allen Dingen danken Caroline Schröder von der Böll-Stiftung, die vieles hier mit ermöglicht hat in der Vorbereitung, auch für die reibungslose Zusammenarbeit, das Kompliment zurück gewissermaßen. Herzlichen Dank. Vom Hansa Verlag Sonja Lindner und ganz besonders Stefanie Leimsner, die leider heute Abend hier nicht sein kann, aber ohne die Hilfe dieser Person wäre das heute nicht möglich gewesen.
Ich möchte kurz eine kleine Ergänzung vornehmen zu dem, was Jörg Haas gerade gesagt hat, weil ich glaube, und das wurde so in der Vorbereitung des heutigen Abends immer deutlicher, dass wir über etwas reden, worüber wir die ganze Zeit in dieser Gesellschaft reden, nur leider über die falschen Grenzen. Nämlich, wenn man sich die Debatten der letzten Monate oder auch der Jahre anschaut, dann spielen Grenzen eine ganz große Rolle. Und gerade in den letzten Tagen ist das Thema wieder hochgekocht, nur leider geht es dann eben um Grenzen gegenüber Fremdungen, gegen Menschen anderen Glaubens, gegen Flüchtlinge. Und das ist mittlerweile bei Weitem nicht nur die AfD, die mit scharfen Worten diese Grenzen einfordert, sondern es ist im Augenblick auch die CSU, die das mit einem Kulturkampf sondergleichen mit Kruzifixen betreibt. Und das alles ist im Grunde genommen ein Ruf nach Grenzen, nach kulturellen Grenzen. Und diese Debatte hat mitunter ihren Platz. Ich glaube, sie hat gerade ihren völlig falschen Platz. Aber also man muss über kulturelle Konflikte auch reden können. Aber worüber man viel zu wenig redet in diesem Land seit Jahrzehnten, wenn man so will, eigentlich seit der Agenda 2010, sind wirtschaftspolitische Debatten auf breiter Ebene. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass man viel stärker und in den öffentlichen Raum hinein nicht nur über Prekariat, nicht nur über Abstieg, Verunsicherung und so weiter redet, sondern ganz konkret auch über Gerechtigkeit, über Solidarität und nicht zuletzt über die dramatischen Folgen, die die Wirtschaft für das Klima hat. Und diese Grenzdebatte, die ist, glaube ich, gerade mit diesem Buch angestoßen und hoffentlich wird sie dann auch weiter verfolgt, sodass wir gegen die Spaltung der Gesellschaft und gegen die Zerstörung der Welt Grenzen setzen und nicht nur in kultureller, kulturkämpferischer Hinsicht. Das vielleicht noch vorab, was uns auch umtreibt und antreibt, diese Debatten zu führen. Wer wir sind, das werde ich gleich nochmal ausführen, aber die Partner wurden schon genannt. Das mache ich gleich in der Moderation des Panels. Ich würde gerne noch auf eine Sache hinweisen, bevor wir dann loslegen und ich Kate die Bühne gerne übergebe. Und zwar auf Ihren Plätzen, auf euren Plätzen liegen Karten, weiße oder grüne, wenn ich das richtig gesehen habe. Diese Karten sind dazu geeignet, damit wir so ein bisschen ausscheren aus dem üblichen Mikrofon lange Monologe Routinen. Die während des Vortrags sind Sie, seid ihr gerne aufgefordert, schon Fragen aufzuschreiben, Irritationen, Reaktionen. Schreibt die auf. Alles, was kleiner als 5 Punkt Schrift ist, wurde mir schon gesagt, wird gleich aussortiert. Das muss leserlich sein, es darf nicht zu viel sein. Dann übernehmen nämlich Kaya Ruhpieper und Barbara Senholz-Weinhardt die Rolle der Zuschaueranwältin. Wenn man das so will, wer Hart aber fair kennt, kennt das so ein wenig. Dann kommt nach der ersten Runde auf dem Podium, kommt Kaya rein und wird uns die Reaktion zusammenfassen und Fragen aus dem Publikum wiedergeben. Das dient dann auch dazu, dass bestimmte Fragen, die nicht abgedeckt waren, gleich in der zweiten Runde beantwortet werden können. Am Ende könnt ihr als Publikum auch gerne nochmal mit dem Mikro intervenieren. Da machen wir dann eine zweite Fragenrunde gewissermaßen, sodass wir hoffen, dass möglichst viele Fragen aus dem Publikum aufs Podium getragen und hoffentlich dann auch beantwortet werden. Das war es von meiner Seite erstmal. Jetzt möchte ich ganz herzlich Kate auf die Bühne bitten. Vielen Dank. In Ethiopia, a hole in the ozone layer.
in der Ozonschicht gegeben hat, wie im ersten Mal. Es gibt dort diesen Treibhausgas. Gegen Ende der 80er wollte ich mich. So I thought the best thing I could do was to learn economics, the mother tongue of public policy. And then I'd be able to make a difference, to protect the environment, to tackle social injustice. So here's me going off to university, excitedly reading my first economics textbook. But it wasn't long until the excitement faded, because I found that the issues I cared about most, like social justice, like protecting the environment, were at the edges of the theory. You had to hunt them down. Do a special paper if that's what you're interested in. So I studied economics as a BA and a master's, but I didn't choose to stay on to do a PhD because I thought, if I really want to understand the economy, more academic analysis like this isn't going to take me forward. I left to immerse myself in the real world economy. So I worked for 3 years in the villages of Zanzibar with entrepreneurs who had nothing to survive on but the forest, their community, and their wits. Then I worked for 4 years at the Human Development Report at the United Nations, reimagining not economic development, but human development. And then I spent over a decade working for Oxfam, like some familiar faces I see in this room. Who here is with or from Oxfam? Yay, my family, fantastic. And I had an amazing time working with Oxfam, campaigning on women workers' rights in global supply chains, showing that climate change is a matter of social injustice. And then I became a mother of twins, and I began to understand gender politics in a completely new way. And after I looked back at my career, this was about 20 years by now, and I realized I had spent my career trying to make visible the issues that were invisible in mainstream economics, the unpaid caring work of women, the living world, inequality. And so I decided to leave my job at Oxfam in order to do the most effective piece of advocacy I thought I could do, which would be to write a book that brings together all the economic ideas I was never actually taught at university. Ecological economics, feminist, complexity, behavioral economics, institutional economics, and see what happens when they dance on the same page. So now I teach at the Environmental Change Institute in Oxford University, and I talk about donuts. I have no gravitas left. So let me introduce you to this one donut that could turn out to be good for us. In the hole in the middle, if you imagine humanity's use of resources radiating out from the center, so that hole is the place where people are left falling short on life's essentials without the healthcare, food, water, education, political voice, and all the other essentials that every person has a claim to. These 12 dimensions come from the Global Sustainable Development Goals. So all the world's governments have already agreed to this. We want to leave nobody in the hole, get everybody above the social foundation and into the green ring of the donut itself. But, and this is a very big but, our collective resource use cannot overshoot the outer ring of this donut, because there we begin to put so much pressure on this extraordinary, delicately balanced living planet that we kick it out of balance. We cause climate breakdown, acidify the oceans, a hole in the ozone layer. And these are the 9 planetary boundaries drawn up by Earth system scientists who believe they are the 9 life-supporting processes that keep Earth in the incredible, benevolent, stable state that has been such a home sweet home to humanity for the last 11,000 years. So I offer this to you as a compass for 21st century prosperity, to meet the needs of all people within the means of the planet. But if it's a compass, then you want to know where we are now. And that's not easy to look at, because
All of the red shows you we are either falling short in the middle or overshooting on the outside. In that center, on every dimension, there are millions or billions of people worldwide falling short. For, there we go, for food, 11% of people don't have enough food. So this is 11% of the way to the middle of the circle. Some have two indicators, like water. 9% of people don't have access to clean water. One person in three worldwide has no access to what we'd call a toilet. But you can see there's shortfall on every dimension, and it happens in countries rich and poor. And yet at the same time, we've already overshot at least four of these planetary boundaries on climate change, biodiversity loss, converting too much of Earth's land for human use, and excessive fertilizer use that leaches out through the soil into lakes and rivers and chokes off life. So this is a picture of humanity and our planetary home. We, the people of the early 21st century. This is our collective selfie. And we're the first generation to see it. You see, none of last century's economists or politicians or business leaders saw this picture. So why would we imagine that their theories and policies and business models were equipped to take on its challenges? We need ideas of our own. Because we may be the first generation to see this, but we are probably the last with a serious chance of turning this story around. And I believe to turn this story around, change is needed in many, many places. But this drove me back to the economic education that I walked away from. Because think of the conversations that happen in our parliaments, in boardrooms, in the media, how we talk about the economy. Many of these people studied a little bit of economics. And it's that little bit of economics that actually shapes the public narrative on what the economy is and is for and how it works and who we are. So if we're going to change the conversation in these places, we need to change the conversation in economics departments. And for me, the most important study of economics is Econ 101, that first little bit of economics that then shapes the way all of us think about the economy. I'm not alone in knowing this needs to change. There is an international student movement of the very students who signed up to study economics, realizing that the syllabus they are being taught is not equipping them for the future that they know lies ahead. It's international. It is, of course, here in Germany and here in Berlin. I'm not even going to try and say that. You'll laugh at my bad pronunciation, but the local group here. So it's an international movement with local chapters, which makes it strong as a network for change. And here are some of the characters whose ideas created the syllabus that is still taught. From Samuelson to Hayek. I could have put different faces here, but they would still all have a few things in common. They're all men. They're all white. They all speak English. And they all lived in countries that we could call empire countries that expanded overseas. So these traits shape what we see and don't see. They shape what we notice and don't notice, and therefore what we make visible and leave invisible in theories. And I think it shaped how we still think about economics in public life today. Because at the heart of economic thought, I think there's a handful of very elementary diagrams that profoundly shape the mindset that we carry into public life. And I want to give you a tour of 20th century economics through these diagrams. And we could have no better tour guide than this gentleman. This is Paul Samuelson. His textbook, Economics, was published 70 years ago this year. It is the mother of all economics textbooks. And he knew the power of what he was writing. He said, "I don't care who writes a nation's laws or crafts its most advanced treaties, so long as I can write its economics textbooks." The best bit comes next. The first lick is the privileged one, impinging on the beginner's tabula rasa at its most impressionable state.
Yes, Paul Samuelson thinks your mind is a blank slate and he wants to lick it. And of course, he's licked all of our minds because the diagrams he drew shape the textbooks today and the way we think about the economy. So he was teaching at MIT in the US. He was teaching engineers, and they were learning a little bit of economics on the side. And Samuelson was to be their teacher. So he made economics easy for them. When he drew a diagram of the macro economy, he made it very familiar. He drew it like a radiator system. This is easy for the engineers. You can see water flowing through those pipes between business. He's called it public, we'd say households, going round and round. He was pointing out a very important feature about the circular flow of income. This diagram has changed over the past 70 years, but only a little bit. Today, it looks more like this. And what we've got is the essential market relationship between households and business. So households provide labor and capital. In return, they get wages and profit. With that money, they can do consumer spending and get goods and services. So the money goes round and round, and so do the resources. And yes, some of it, not all of it, goes into consumer spending. Some of it is saved. People put it in banks, and then banks turn it into investment. Except that's not how banking actually works. But I'm not going to go there today. We got bigger fish to fry today. Some of it is taken as taxes, and then governments can spend it. That's not even how government spending works. I'm not going to touch that one either. Some of it goes for imports, but more comes back from exports. Okay, we have a closed, circular, contained system. Of course, what gets tracked here is money, spending. But this is still the biggest picture of the economy that an economist can show you in the 21st century. And the blank spaces are extraordinary. It makes absolutely no mention of the living world or the energy and materials that are drawn into the economy and spewed out as waste and pollution. It says nothing of the unpaid caring work of parents. Parents in the room, you know what I'm talking about. The cooking, washing, cleaning, sweeping, raising the children, do it all again tomorrow. That gets this labor fresh and ready for work every day. And it's silent on the commons, where people come together, not through the market, not through the state, but as a community, and co-create things they value, with money sometimes never changing hands. Well, if the biggest picture we have is silent on the living world, silent on unpaid care, silent on the commons, these spaces are going to come back to bite us. Let's just take the living world. In my 4 years of studying economics, if I wanted to talk about climate change, the ozone hole, the acidification of oceans, the degradation of the living planet on which we depend, I was offered two words: environmental externalities. Alarm bells should already be ringing. If we talk about the breakdown of the planet on which our lives depend as an externality, we already know this theory is not going to go well. And the best picture I can find, I invite anybody, seriously, who can show me a better depiction of the living world in mainstream economics. I believe it's the gap between these two curves, the private cost and the social cost. If the living world is going to be called an externality and shows up as a gap between two lines, this is not going to go well. What about who we are? Of course, this story goes back to Adam Smith. But he had a nuanced view. He knew that self-interest is powerful for making markets work, but our interest in others is essential for making society work. He celebrated our sense of justice, public spirit, and generosity. But future economists came along and they wanted to create a character of man that could be put into a model. So John Stuart Mill did something not very helpful. He said that political economy doesn't treat the whole of man's nature or conduct in society, but sees him as a being who desires to possess wealth. A being who desires to possess wealth. He cut us down just to this narrow self-interest. And future economists after him carried on creating the caricature that became rational economic man, who we now know. He never gets drawn in the textbooks, and since I believe in the power of pictures, I decided to draw him. So he'd have to look something like this. He would be a man
standing alone, with money in his hand, ego in his heart, a calculator in his head, and nature at his feet. He hates work, he loves luxury, and he knows the price of everything. And the real problem with his character is not just how absurdly narrow he is, it's what looking at him does to us. Because on being told that he is like us, we become more like him. As students go from year one to year two to year three of economics, research shows that they say over time they more value self-interest and competition over traits like altruism and collaboration. So who we tell ourselves we are shapes who we become. Our portrait in economics is incredibly powerful because it changes who we actually become. What about how the economy works? This story goes back to Isaac Newton, the genius of physics who will never be forgotten because he discovered the physical laws of motion. This is his diagram of gravity pulling a ball to rest. And economists wanted to show that economics was a science as reputable as physics. So when Jevons and others began to draw their diagrams, they drew them in the style of Newton, showing it looks like physics. It must be a science like physics. And this curve here is still the first diagram that every student learns. It's the demand curve of supply and demand. But the real problem is not just that economies don't live in equilibrium, as the financial crisis made extremely clear. The real problem with this desire to be like physics, I think, is that since Newton discovered the physical laws of motion, economists set off on the search for the economic laws of motion, whether they knew they were doing this or not. When they had empirical data in the 20th century, they began to hunt for the patterns that showed the laws. And two such apparent laws of motion have hugely influenced all of our lives for decades. They both look exactly like each other. The first one, this is known as the Kuznets curve. We've got inequality going up, and this is income over time as a country gets richer. And it tells us, apparently, that as countries get richer, first inequality will increase, but don't worry, don't try to redistribute. You might even slow down growth because equality, the growth itself will even things up again. The other curve drawn in the 1990s is on the environment. So we've got pollution going up here. But there's the very same story. As the economy gets richer, yes, at first pollution will increase, but don't try to regulate because you might get in the way of growth. In fact, growth, like a well-trained child, will clean up after itself. So these diagrams, once the pictures are drawn, they take on this life of their own. Growth will even things up again. Growth will clean things up again. And they justify trickle-down economics, austerity economics, grow now, clean up later policies. It turns out they're both false. Thomas Piketty showed that this diagram was true to the data, but it was measured before war and after war. And war destroys the capital of the wealthy. And after the wars, governments invested in health, education, and housing. So it's war and government spending that bent the curve down, not growth and the inherent workings of the market. And here, this was measured only for local air and water pollution. Taking account of global greenhouse gases, a global material footprint, that curve does not bend down. But the belief that growth cleans up and evens things up was a jolly good excuse for pursuing growth. And poor Simon Kuznets was there at the beginning of this story again. He was a brilliant economist. He was asked by US Congress to come up with a single number for the value of the output of the US economy. And he did in the 1930s. But he also said this can scarcely be used as a measure of the welfare of a nation. It says nothing of the unpaid caring work of parents, nothing of the value created by the community, nothing of the stocks that are lost as we generate this flow of money. Politicians tucked his caveats aside because the temptations of this number were so great. And I'm so delighted that I'm standing in front of the OECD office because Article 1A of the OECD Constitution is to pursue the highest sustainable rate of growth.
And they began to publish tables from the 1960s comparing nations' growth rates. So this was a race, to the point that even still today, most politicians believe that the solution to the economic problems in their country lies in more growth. We expect and demand and depend upon GDP growth never ending. So I've given you a whirlwind tour of these pictures and shown you the caveats, the blind spots, the historical moment in time. I think it's precisely in these caveats and blind spots and historical anomalies that very powerful stories can get written. And that's exactly what happened 70 years ago. A few economists met in a little Swiss village called Mont Pelerin. Friedrich Hayek, Milton Friedman, and others. And they said, we're going to write a new economic story. And they called it neoliberalism. Now, you have to understand where people were coming from. They were motivated to push back against the rise of the totalitarian state in the USSR. They believed that if you give the state an inch, it will take everything. So you have to minimize its role. But that push back very quickly changed into a drive for market fundamentalism and a belief that markets were the first best solution to everything. Their story didn't gain traction for decades. They seeded it in think tanks, in the chambers of commerce, in some university posts. But it was only in the 1980s, my teenage years, when Reagan and Thatcher came to power, that they were like the first directors to put this story on the international stage. And I believe many of our lives have been run by this script ever since. So it's the story of economics, the neoliberal story that stars the market, because we're told the market is efficient, so you should give it free rein. It stars finance, which is infallible, so trust in the ways of the market. It stars trade, which is win-win, so open your borders. And since every great story has a villain, it stars the state, which is incompetent, so don't let it meddle. And these were the stars of the neoliberal script. You can hear it in the speeches of Reagan and Thatcher, in the amazing debates between Milton Friedman and students in the 1970s. Other characters not really needed on the stage, but let's meet them anyway. The household, that's domestic, so you can leave that to the women. The commons, every student knows the commons are tragic, so we should sell them off. Society, as Thatcher said, there is no such thing as society, so we can ignore that. Earth, said Julian Simon, is inexhaustible, so take all you want. And as for power, economics is a positive, value-free science. We don't need to talk about power, so no need to mention it. I believe this neoliberal script, built on the gaps and caveats and spaces in those theories, has, of course, a huge backstory, because it looks good in the script, but behind the scenes in any film, in any show, is a very different picture. And sometimes we see it, pops out in the media. The hidden story behind this is a story of corporate financing of elections, and then government financing of financial corporations that turned out to be very fallible indeed, but were too big to fail. It's a story of companies misleading the public in the extent to which they were damaging the living planet, and a story of tax havens and extraordinary levels of global inequality and the rise of the 1%. And I think this has been driving us to the brink of collapse, with millions of people not yet meeting their needs, and yet we're already overshooting the pressure on this living planet. So we need a new story. We need to turn this situation around. And I think it begins with new pictures, because pictures are like intellectual graffiti, very difficult to scrub out. Better to paint over them with something better. So I would begin economics with a question I was never invited to ask. What is the purpose of the economy? Because unless you know the purpose, how can you know what success looks like? I would offer students a donut as a starting point to meet the needs of all people within the means of the planet. And if you want to disagree, fantastic, because now we're having a debate. And then we can debate what progress looks like. But what about the first diagram you'd show of the economy itself?
I'd never start with supply and demand, as if the market was everything. I'd start with this picture. I call it the embedded economy. And if you know ecological economics, feminist economics, and commons theory, you'll see they are all combined here. So the economy is embedded in society, embedded in the living world, drawing in energy and matter, spewing out waste and pollution, and bathed in a river of solar energy. So from day one, we can ask, how big can that through flow of energy and matter be before we begin to put our planet under too much pressure? But also look inside the economy. It's not just the market and the state. This was an ideological boxing match of the 20th century, the US and the USSR, the free market and the socialist. And in that boxing match, we lost sight of two other forms of provisioning. The household, where we all begin every day, and the years of care that parents put into every single person in this room. But also the commons, where we get together, not with a market, not with a state, but as a community. And Eleanor Ostrom's work on the commons has shown that the commons don't have to be tragic. The commons can be a triumph. The state has a really important role to balance or to rebalance between those four ways of provisioning, because the market has dominated and colonized the others for decades. And finance should be a service. Remember, it is called, in English at least, financial services. Fancy that, that finance was actually in service to the functioning of the economy, in service to society. What would that look like? What about who we are? We're so much more interesting than rational economic man. Yes, we can be self-interested, but we're also socially reciprocating, relying on and collaborating with each other. We don't have fixed preferences. We have fluid values. If I gave a survey to everybody in this room asking to fill in your values and preferences, but here on the front page it said this is a consumer reaction study. And here it said this is a citizen reaction study. And here it said this is a community reaction study. The research shows you'd fill it in differently, because here I've activated the consumer and the citizen and the community member. So even the very names by which we are called changes how we respond. We are so fluid. Rather than work-hating, people are purpose-seeking and lucky if those two things come together. And we're not dominant over the web of life. We're deeply embedded within it. So this picture is being rewritten, but we couldn't get it soon enough, because who we tell ourselves we are shapes who we become. And this will shape our chances of thriving, 10 billion humans or more, in the 21st century. What about how the economy works? Forget equilibrium. It's time for systems thinking. And these two loops are the fundamentals of systems thinking. If you never got that joke about why did the chicken cross the road, he wanted to teach you systems thinking. So the reinforcing loop over there, the essence of this is the more you have, the more you get. The more chickens you have, the more eggs you get, and the more eggs you have, the more chickens you get. Anything in life that spirals up or spirals down is dominated by reinforcing feedback. But then there's balancing feedback. The more you have, the less you get back. The more chickens you have, the more try to cross the road. And the more chickens that try to cross the road, fewer of them make it back. If you put together reinforcing and balancing feedback, add some delay, add in some other effects, we can explain the most amazing phenomena of the world we know, from a group of starlings flying in the sky to the boom and bust of financial markets, to the rise of the 1%, to the collapse of ecosystems. Systems thinking is the way most sciences work now, and economics needs to catch up. And some of the most exciting work going on in economics, like complexity or evolutionary economics, starts here. If we need to think of the economy as a complex, evolving system, then forget those laws of motion. It's a question of stewarding the economy with design. And I believe we need to put two design principles at the heart of the economy. Make it distributive and regenerative by design. So let me tell you a bit about each. Through the middle of this picture is the
degenerative, linear 20th century industrial economy. We take Earth's materials, make them into stuff we want, use them for a while, and throw it away. And this pushes us over planetary boundaries. So we have to bend those arrows around, making sure that resources aren't used up, but are used again and again, turning the waste from one process into food for another. On the one side, the biological materials, on the other side, the technical or synthetic materials, like this clicker, like this laptop, these lights, all human-made materials, this chair, never thrown away in a skip, but refurbished, reused, recycled. What about an economy that runs on sunlight? So this century, we don't look down for energy, we look up for sun, wind, and waves. What about a distributive economy? The 20th century was dominated by centralized technologies and institutions that concentrated wealth, knowledge, and power in few hands. Think of large-scale manufacturing and fossil fuel production and intellectual property rights. But in the 21st century, we have the opportunity to create economies that are distributive by design. Instead of an oil rig, we've got a network of renewable energy on the roof of every house. Instead of patents and copyrights, we've got the bottom-up, open-source, peer-to-peer global commons. So there's an incredible, unprecedented opportunity to use these technologies and create institutions that are distributive by design. Companies that still seek to maximize shareholder value suddenly look rather out of date next to social enterprises and employee-owned companies that aim to generate multiple forms of value, and social and environmental, and share it far more equitably through their networks. So I'm delighted to be standing in front of the GLS Bank, which aims to do just that. Wonderful pair behind me. Let me give you a few examples. In the slums of Kenya, one of those places where there were no toilets, now there are, because an enterprise called Sanergy set up a network of micro franchises. So for the first time, people can use a toilet that has soap, clean water, and toilet paper. That brings dignity. It also brings health into the community. And the waste is collected every day and turned into organic fertilizer, returned to the fields. So at one level, they are closing that loop of nitrogen use, nitrates. But at another level, it's also distributive because it creates jobs throughout the community. If you were to buy a car from this company called Open Motors, it arrives looking like this, like a wardrobe from IKEA. And if you know what you're doing, they say you can put it together in an hour. I'd like to see that. But if you don't know what you're doing, you can take it to somebody who does, because the design of this car is open source. It's on the internet, how to assemble it. It's 100% electric. It's modular by design, so each part can be replaced separately. It can be assembled and manufactured anywhere in the world and then customized for local use into an electric streetcar or an internal buggy cart. I think this is the beginning of 21st century distributive and regenerative manufacturing. Over here, we've got a community with energy panels, that community-owned energy, but of course, here in Germany, in some places, the solar panels are built into the houses as the roof tiles, a mini generating power station on the roof of every home. That's distributive and regenerative. And this is a makerspace in the US where community members can use 3D printers, Creative Commons licenses, open source software to be part of a global knowledge commons. Not just in the US, it's also in Lomé in Togo, bringing ideas and design possibilities to a community long before the private sector would ever bring it. So if we're going to create economies that follow these principles, distributive and regenerative by design, where does that, it's an economy that pre-distributes the sources of wealth creation, distributive, but also works with and within the cycles of the living world. I believe these principles are key for simultaneously bringing us back within planetary boundaries
while tackling and reducing the extreme levels of inequality and deprivation that still exist in so many countries. So where does that leave growth? Because we are stuck in a puzzle right now. We have economies that need to grow, whether or not they make us thrive. Because over the past 200 years, they have been designed, built into their institutions to become financially, politically, and socially addicted to unending GDP growth. At the heart of the finance system is the pursuit of the maximum rate of return, which means shareholder-owned companies have to show every quarter they have growing sales, growing market share, and growing profits. And commercial banks create money as debt-bearing interest. That drives growth. No politician wants to lose their place in the G20 family photo, including your own. But I practiced that. But if any one of those economies stops growing while the rest keep going, they will be booted out. Because one of the criteria for being part of geopolitical power is a big GDP. Politicians want to raise tax revenue without raising taxes. Growing GDP will deliver that. And we've been convinced after a century of consumer propaganda that we transform ourselves, we reinvent ourselves, we improve ourselves every time we go shopping. I don't think any of these are insurmountable, but they deserve far more attention than they get. Because many people believe in the dream of green growth, but I think it deserves more scrutiny. Imagine that this is the future path of GDP, growing as it always has grown. And this is possible pathways for resource use. Many economies have shown relative decoupling. Say, let's say this is carbon dioxide. Many economies have shown GDP is growing faster than greenhouse gas emissions, but they're still growing. Some economies have shown they might even have managed to have falling greenhouse gas emissions while GDPs kept growing, even when you take account of the emissions generated elsewhere in the world in their consumption. But we need another concept to have the green growth conversation. I've added this one down here. Sufficient absolute decoupling that will bring us back within planetary boundaries. I have seen no evidence, no data, and I see no prospect at the moment of any country achieving both continual GDP growth and cutting resource use on anything like the scale required, the speed and scale to bring us back within planetary boundaries. So we cannot depend on the dream of green growth if we really seriously want to bring ourselves back in planetary boundaries. Look to nature. Because nature's been growing and thriving for billions of years. But nothing in nature grows forever. Things grow and they grow up. And then they come to thrive, whether it's your children's feet or the Amazon forest. In nature, if things try to grow forever, they destroy the host on which they depend. And in our own bodies, we call that cancer. So why would we imagine that our economies would be the one system that would buck this trend and succeed by growing forever? I think the existential 21st century question is to create economies that enable us to thrive, whether or not they grow, pursuing regenerative, distributive design and allowing GDP to become a variable that responds to that transformation. I know it's easy to say and far harder to do, but this should be on the syllabus of every university student because this is the challenge of our generation. And if John Maynard Keynes were alive, if Adam Smith were alive, if Paul Samuelson were alive, I bet they'd be the first to say, you have new information. You need to come up with that new ideas. So let me introduce you to what I think is the beginnings of a 21st century economic story. It stars Earth because she's life-giving. We must respect her boundaries. It stars society because it's foundational and we must nurture our connections internationally. It stars the household because we begin there every day. So how do we value the household's contribution? And it stars the market because the market's incredibly powerful, but how do we embed it wisely so that it works for us? It stars the commons, which are incredibly creative. How do we unleash their potential? And of course, it stars the state. It's essential. How do we make it accountable?
As for finance, finance should be in service. So what would it look like to have a financial sector that actually served society? Business is innovative. So how do we give it purpose beyond merely maximizing shareholder value? Trade is double-edged. How do you make that fair? And as for power, it's everywhere. So we need to talk about it and check its abuse. I believe this could be the beginnings of a 21st century economic story. And of course, a new story comes with new pictures. And when I finished writing this book, I looked back at the ideas that had influenced me most. And I was delighted to find that the characters were a little bit different. Many women, not just writing about the unpaid care economy, Donella Meadows, the mother of systems thinking, Ellen Ostrom on commons, Janine Benyus, a brilliant thinker about biomimicry, Mariana Mazzucato on the role of the state, but also people who had grown up not in empire countries, but in those that had been colonized. Amartya Sen, son of India, he didn't write about the market. He wrote about people's entitlements and their capabilities. He wrote about fundamental human needs. Ha-Joon Chang, born in South Korea when it was called a third world country, and saw it develop beyond many others, recognizes there are different stories about what makes a successful state. So economics needs this diversity. And the more diverse voices that come in, the more perspectives we will all be able to see, because none of us can see it all. We need that diversity to enrich 21st century economics. So let me leave you with a fascinating website from researchers at Leeds University who took the donut and calculated it for 150 countries. On the one side is Germany and Sri Lanka. As you can see, at a very low global threshold of social well-being, Germany's ticked all the boxes. This is a global scale. Of course, there are issues within the country, but is overshooting nearly all of those planetary boundaries. While Sri Lanka isn't overshooting any boundaries, but leaves many people falling short. Is there a country in the world that achieves both together? No. But why would there be? Because no government has ever tried to do this yet. This is a 21st century project. If you like the ideas I'm talking about and want to know what are the seven ways of thinking set out in my book, you can look at these 1 minute animations. It would take you 7 minutes to view my book, basically. Very quick read. You can see they're silly, they're playful, they're funny, which is exactly what 21st century economics needs to be, so that more people think it's interesting and realize that it's deeply connected to politics. And if you want to join a discussion group, people are coming here to talk about using the donut in business or government or cities or how to teach with it. I'd be delighted if you wanted to join that conversation. It's in multiple languages. So let me leave it there and say I hugely look forward to the discussion we're about to have and the discussion with all of the room. Thank you very much indeed. Thank you. Okay, dann denken Sie, hört man mich? Ja. Denkt ihr bitte an die Karten. Wenn ihr eure Notizen, die Karten bitte gesammelt, vielleicht einfach außen an die jeweiligen Reihen gebt, dann können wir die leichter einsammeln. Schauen wir mal, ob das Experiment funktioniert und was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt erstmal diskutieren, aber bevor wir anfangen, möchte ich die Runde nochmal vorstellen. Kate hat zu meiner Freude das schon sehr anschaulich gemacht. Vielen Dank dafür. Da kann ich gar nichts hinzufügen zu den schönen Bildern. Ihr habt keine Bilder mitgebracht, leider. Aber ich kann sagen, Ellen Ehmke ganz außen, Expertin für soziale Ungleichheit und Steuerpolitik bei Oxfam Deutschland. Wie ich weiß, hat sie ihre Doktorarbeit zu Indien geschrieben, auch dort soziale Ungleichheit. Insofern ist Amartya Sen schon mal der richtige Name und vielleicht auch eine Verbindung, die wir ansprechen können.
Jonathan Barth, direkt neben mir, Mitbegründer des Instituts für zukunftsfähige Ökonomien, kurz SOE. Auch da solltet ihr ein, ich sage jetzt einfach ihr, dieses Doppelte ist immer umständlich, solltet ihr auf den Stühlen einen Flyer liegen haben, der darüber informiert. Und er ist Mitglied im Netzwerk Plurale Ökonomik und Mitglied bei TT30 oder TT30, der Nachfolgeorganisation von Club of Rome, oder ist das die Nachwuchs, also die Jugendorganisation, wenn man so will, von Club of Rome. Gut, fangen wir an. Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich bin Politikwissenschaftler. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, einen wirtschaftswissenschaftlichen Vortrag in dieser Form dargeboten bekommen zu haben, den ich verstanden habe. Dafür erstmal vielen Dank. Ich würde aber trotzdem... mal ketzerisch zurückfragen. Also Adam Smith und John Stuart Mill, Sie waren ja genannt. John Stuart Mill, Ihr Landsmann, beschrieb die Wirtschaftswissenschaften als die Gesetze, die beschreiben, wie die Menschen Reichtum produzieren. Das ist dann später in eine Verhaltenstheorie übergegangen, die Sie dann auch, oder die du beschrieben hast. Urvater der Ökonomik, Adam Smith, auch er in einem Bild gleich daneben, entwarf das Modell des Homo Ökonomicus, also des Nutzenmaximierers. Wenn ich jetzt Wissenschaftler wäre oder wenn ich mit meinem Verständnis von Wirtschaftswissenschaften an das Buch rangehe, dann würde ich sagen, du hast eigentlich kein wirtschaftspolitisches oder wirtschaftswissenschaftliches Buch geschrieben. Da findet sich wenig von Gesetzen. Was ich darin finde, sind politische Vorgaben. Es ist ein zutiefst normatives Buch. Es ist ein Buch, und ich sprach schon davon, was Grenzen aufweist. Aber es ist kein Buch, was mir erklärt, wie kommen Krisen zustande oder wie entsteht Wohlstand oder dergleichen. Das Buch wird beworben als wirtschaftswissenschaftliches Buch und wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, der diese Frage stellt. Ich meine sie vielleicht nicht ganz so böse wie andere aus dem Betrieb, aber was entgegnest du darauf? I have to take my headphones off to answer that question. Well, economics is a science. Can we just put the word science away, because it gets people thinking science should look like this or like that? I want to go back to the ancient Greek roots of the word economics. What does it mean? It has two words, oikos and nomos. So oikos, household, and nomos, the norms or the management of the household. So economics, in its faithfulness to its meaning, is how we should manage our household. And today, I think it's not about the individual household or the national household. We know too much. It's about the planetary household. So for me, economics has to answer the question, how do we manage our planetary household in the interest of all of its inhabitants? So then I would go straight back to John Stuart Mill and say, do you think it was useful to tell us that we just cut humanity down to a being who desires to possess wealth? That's not scientific. You've made a huge assumption about humanity. You didn't study humanity. You just made an assumption because it fitted in your models, because you thought models would make nice laws, and laws are science because that's what Isaac did. So to me, this is just completely the wrong kind of science. As for the accusation that it contains norms, and I get this. I was in the Netherlands earlier this year, and an economist said, well, you know, your model is full of values. And I said, and you think yours isn't? This is what scares me. You think your model is free of values? When you talk about utility, you're talking about people who have the ability to pay. You're already embedded in the values world. But if you don't realize it, that really scares me. So of course it's full of values. And if any economist thinks we can talk about economic success, we assume it's growth, that in itself is a value. So we have to start economics with a recognition that it's embedded in values. We're human beings, we can't escape values. And if we want to be a science, let's catch up with all the other sciences and embrace complexity, because many other scientists, physicists and biologists will look at economics and think, what are you doing? We moved on beyond Isaac Newton decades ago. You're still obsessed with that. Danke. Das war gar nicht so gemein.
Jonathan, ich würde trotzdem mal Wissenschaft und Werte oder Wissenschaft und eben Values, Normen nochmal gegeneinander halten. Du bist Wirtschaftswissenschaftler, du arbeitest auch in diesem Feld und versuchst auch dort neue Ansätze da voranzubringen. Aber trotzdem mal die Frage aus der Innenperspektive, vielleicht auch noch vor dem Hintergrund, was in der Universität tagtäglich dort passiert. Also ich kenne die Erzählungen, dass in Einführungsvorlesungen mitunter Karl Marx nicht behandelt wird, aus verschiedenen Gründen, aber eben... Das findest du jetzt besonders schlimm, ha? Na, ich finde das irritierend schon mal, aber vielleicht kannst du mir mehr Irritationen noch mitgeben. Aber wie, wenn du dieses Buch gelesen hast und vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Ausbildung, wie vertragen Sie, ich meine, wir kennen das bei den Medizinern, der Hippokratische Eid, da spielen Werte und Ethik eine große Rolle. In den Wirtschaftswissenschaften offenbar nicht, aber wie steht das gegenüber? Wie nimmst du das Buch wahr aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich? Was trägt es bei und wie unterscheidet es sich von dem, was bisher gelehrt wird? Bevor ich auf die Frage antworte, will ich nochmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir so viele Leute hier waren. Das Netzwerk hat ja eine Tour organisiert mit Kate und wir waren jetzt seit 6 Tagen unterwegs. Und es ist auf jeden Fall nicht passiert, dass der Raum nur halb so groß war wie die Anzahl an Leuten. Von daher sehr schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten tatsächlich eine ähnliche Frage in Wien mit Christian Felber, der auch dort eine lebendige Diskussion öffentlich führt um die Frage, inwieweit die Gemeinwohlökonomie eine Theorie ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf die Frage abzielt, inwieweit man das als Theorie verstehen kann. Ich will jetzt nicht in verschiedene Theoriebegriffe eingehen, will jetzt nicht darauf eingehen, sondern vielleicht eher darauf, was für die Bewegung, also für die Idee einer Neuerfindung der Ökonomie, die Relevanz dieses Buches ist. Und das sind 2 Ebenen. Einmal ist es eine super Zusammenfassung von den anderen Ideen und Ansätzen, die es da draußen gibt. Also ich kenne kein Buch, was diese ganzen Ideen besser zusammenfasst als das Buch. Und auf der anderen Seite ist es ein Aufruf, um quasi auch die ökonomische Lehre und Forschung zu verändern. Und da deswegen arbeiten wir ja auch zusammen, weil wir natürlich auch genau an diesen Fragen arbeiten. Und es ist ein Aufruf auf 3 Ebenen, würde ich sagen. Einmal, das ist, denke ich, jetzt auch schon im Vortrag deutlich geworden, ein Aufruf, die Mechanismen, und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu der auch Theoriefrage, die Mechanismen der Ökonomie besser zu verstehen. Ich selber komme im Bachelor aus den Ingenieurwissenschaften und jetzt würden wahrscheinlich einige Ökonomen sagen, ach, jetzt sitzt da wieder so jemand, der hat gar nicht Ökonomie studiert. Ich habe dann im Master Umweltmodellierung studiert an der Fakultät für Physik tatsächlich eigentlich und dann meine Masterarbeit und jetzt kommt es in VWL geschrieben. Und war doch sehr erstaunt, als ich aus den Ingenieurswissenschaften dann in die Ökonomie so ein bisschen gewechselt bin, dass wir in den Naturwissenschaften extrem komplexe Modelle haben. Da beißen sich die Leute die Zähne aus. Und dann kommst du in die Ökonomie und stell dir vor, die Teilchen würden noch anfangen zu denken. Ja? Und dann sind die Modelle plötzlich einfacher. Das hat irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf gepasst. Deswegen eben der erste Aufruf, ein Aufruf für quasi ein besseres Verständnis, indem wir eben Komplexität mit einbeziehen, indem wir systemische Prozesse mit einbeziehen, indem wir auch andere Dimensionen mit einbeziehen. Boden. Ja, die Rolle von Boden im ökonomischen Prozess, Energie, Ressourcen. Das sind alles Fragen, die werden zwar berührt, wenn man will, aber halt nicht im, ich habe mal ein bisschen Ökonomie studiert, Studium. Auf einer zweiten Ebene ist ein Aufruf für, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine eben nicht wertfreie Wissenschaft, eine nicht positive Wissenschaft, positiv in dem Fall wertfrei, nicht weil sie besonders toll ist, sondern auch ein Aufruf darüber, sich bewusst zu sein, dass Ökonomie immer einen Wert transportiert und dass sie eben im Gegensatz zur Naturwissenschaft gestaltbar ist. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Wir können gegen die Gravitation können wir nichts machen. Aber wenn wir uns einen Markt ausdenken, dann hängt das natürlich davon ab, welche Rahmenbedingungen wir dem geben, welche Gesetze wir geben, wie gut dieser Markt funktioniert. Und wenn wir dann sagen, wir sind jetzt in einem Ist-Zustand und das ist unser Selfie, ja, und wir wollen zu einem Soll-Zustand, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch andere Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da sehe ich eben Ökonomie schon, oder die Ökonomik, also die Wissenschaft, schon in der Pflicht auch, und da gab es ja vor kurzem hier auch in der Heinrich-Böll-Stiftung ein Panel zum Thema transformative Wirtschaftswissenschaft,
Orientierungswissen anzubieten. Also das Möglichkeitsspektrum zu erweitern, das Politik an der Hand hat. Und eben nicht nur die Funktionsweise zu verstehen, das ist auch wichtig. Also es ist ja nicht, geht ja nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Nebeneinander. Und das Dritte, dann bin ich auch fertig, ist ein Aufruf für andere Fragen. Also die Fragen, die du hier ansprichst, Kate, also gerade auch die Frage zum Beispiel nach, wie sieht eine Ökonomie ohne Wachstum aus, ist eine Frage, die, soweit ich von meinen Kommilitonen oder ehemaligen Kommilitonen weiß, nicht behandelt wird, sondern Wachstum ist eher von vornherein vorausgesetzt. Und das ist gar nicht jetzt unbedingt eine normative Frage, sondern wenn wir jetzt irgendwie rausfinden, gut, Green Growth funktioniert halt nicht, dann sind wir doch gut beraten, wenn wir irgendwie vorher uns mal Gedanken drüber gemacht haben, ob es auch irgendwie anders funktionieren könnte. Da muss man noch nicht mal sagen, es ist jetzt besser so oder nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Und deswegen finde ich das Buch sehr wertvoll. Vielen Dank. Ich würde dennoch vielleicht kurz, also es funktioniert nicht, ja, das sagen wir gerade noch so schnell. Das sagen wir, während wir im globalen Norden es uns noch weitgehend gut geht und wir dabei sind, uns abzuschotten, ganz buchstäblich. Wenn wir uns den Aspekt der ethischen Wirtschaft anschauen, dann ist dieses Modell, wenn man sich das anschaut, was Kate hier beschrieben hat, vermutlich erstmal etwas, dem man vom Grund auf aus normativen Gesichtspunkten schnell zustimmen kann. Der große Teil der Menschheit da draußen, die aber die Ökonomie bestimmen, und damit meine ich jetzt die realen wirtschaftlichen Prozesse und auch die wirtschaftspolitischen Prozesse, die glauben erstmal weiterhin an die Versprechen des Kapitalismus. Wohlstand, Freiheit und so weiter. Wir kennen das ganze Lied. Mit Blick auf den globalen Süden und du als jemand, der für Oxfam dort die Arbeit macht, das Kapital, das erfahren wir, kennt keine Grenzen, und wenn man das irgendwie begrenzen will, dann muss man das mit Arbeiterkämpfen, mit Widerständen und so weiter, Form des Widerstands alles machen. Wie nimmst du das wahr aus deiner Sicht? Wie lässt sich dieser Kreislauf der Ungleichheit, auch das Matthäus-Prinzip, was im Buch von dir genannt wird, Kate, wie lässt sich das durchbrechen, dieses Prinzip, wer hat, dem wird gegeben, der hat immer mehr, wer Hühner hat und noch mehr Hühner hat, der hat mehr Eier und so weiter. Wie lässt sich das mit Blick auf das Nord-Süd-Gefälle durchbrechen? Wie lässt sich das Versprechen des Kapitalismus, was lässt sich dem entgegnen aus südlicher Sicht? Viele große Fragen. Erstmal auch von mir vielen Dank an Kate für den fantastischen Vortrag und überhaupt für dieses Modell, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, der uns aus dieser Spirale der sich vertiefenden Ungleichheiten herausführt. Ökonomie, wie sie jetzt ist, kann eben bestimmte Probleme nicht lösen, weil sie gar nicht als Probleme auftauchen. Also Probleme wie Ungleichheit stehen eben nicht im Zentrum der zu lösenden Probleme, und soziale und ökologische Probleme werden als nachrangig behandelt. Und wo wir hinkommen müssen aus Sicht einer Organisation, die vor allem als eine Entwicklungs-NGO auch wahrgenommen wird, ist eben etwas wie der Donut oder das gute Leben für alle, eine sozial und ökologisch und auch demokratisch. Und ich glaube, das ist vielleicht der dritte Punkt. Also es geht, es wird nicht von alleine kommen, sondern es geht um Macht an dem Punkt. Wer beeinflusst, wie wir über Wirtschaft denken, und wer beeinflusst auch, also wie groß Konzerne sind. Und da ist sicherlich eine wichtige Rolle von Zivilgesellschaft, das nicht nur das Big Picture zu zeichnen, sondern zu fragen, aufzuzeigen, wo sind Machtstrukturen, die bereits Privilegierte begünstigen und anderen weniger Privilegierten eben nicht dieselben Möglichkeiten einräumen. Und im Moment sind wir in einem Zustand, in dem wir hier beispielsweise auf Kosten anderer leben. Und auch das ist etwas, was wir aufzeigen müssen, um zu sagen, wenn wir alle in den Donut kommen wollen, dann müssen wir einerseits unser Denken ändern, aber wir müssen auch konkrete Politiken ändern. Und Ansatzpunkte sind ganz zentral erstmal Menschen als Individuum und auch als Gruppe darin zu stärken, ihre Rechte durchzusetzen.
ihre Rechte auf ihre Menschenrechte durchzusetzen, aber auch auf gleichberechtigte Teilhabe. In dem Sinne müssen wir demokratische Verfahren stärken, auch wenn es uns schwerfällt, weil wir sagen, genau diese Verfahren führen im Moment zu ungleichen Ergebnissen, ist es eine Aufgabe, denke ich, dafür zu kämpfen, demokratische Verfahren dennoch in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, da setzen wir uns Politiken ein, die nachweislich ökologische, ökonomische und auch demokratische Ungleichheiten überwinden. Das sind Sachen wie existenzsichernde Löhne, das sind gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, gerechte Ungleichheit zwischen Geschlechtern, ein ganz zentrales Moment. Und wie Kate sagt, letztlich können wir auch nicht bei Einkommensungleichheit stehen bleiben. Wir müssen auch Vermögensungleichheiten bekämpfen, die eben mit sehr großen Machtungleichgewichten hergehen, Marktkonzentration von Konzernen. Und da gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten, wo wir eben ja nicht nur unser Denken, sondern auch politisches Handeln beeinflussen müssen als Organisationen im zivilgesellschaftlichen Bereich und ja, mit diesen Forderungen an Politiker, Politikerinnen immer wieder rantreten. Und vielleicht aber noch eine Frage an Kate zurück. Denn Macht, du sagst, es spielt in ökonomischen Theorien nicht so eine große Rolle, wird immer zur Seite gewischt. Und aber im Donut beschreibst du sie als all pervasive und oder als allgegenwärtig am Ende der 21st Century Economics. Und das ist doch eine der zentralen Herausforderungen, denke ich, auch unter einer demokratischen Sicht, wo Regierungen immer nur oder zunächst nur den Bürgerinnen und Bürgern ihres eigenen Landes verantwortlich sind, den globalen Haushalt in den Blick zu nehmen und den globalen Donut sozusagen in den Blick zu nehmen. Und da frage ich mich, hast du in deinen Vorstellungen des Donut irgendwo hast du Antworten darauf gefunden, wie wir das auch auf einer politischen Ebene, nicht auf einer Ebene der politischen Theorie oder der ökonomischen Theorie, wo wir da ansetzen können. Was waren deine Ergebnisse, wenn du zum Beispiel auf dem World Economic Forum den wirtschaftlich Mächtigen dieser Welt den Donut vorstellst? Was sagen die? Okay, so I think of this transformation as teamwork. I wrote a book about donut economics because that's where I'm coming from. That's the background that I knew and I knew I could contribute to. I would love it if somebody else wanted to write a book about donut politics. 7 ways to think like a 21st century politician or 21st century business leader or a 21st century community activist, because we need transformation in many places. But on the political story, I wrote this book with the students in mind. It was the book I wish I could have read when I was a student, because when I found things didn't make sense to me in economic theory, I want to tell students, don't worry, it's not you, it's the theory. And so I wrote it with a long view and wanted to take on the challenge of growth. I didn't write it for the politicians of 2020, for the business leaders of 2020, because if you write for the short term, you get caught in short-term thinking. But what's really surprised me is the number of both business leaders and politicians in many different countries who have got in touch. So in the UK, from the Labour Party, from starting with the Green Party, they say, well, this is home turf for us. The Labour Party, just today I was invited by the number two in the Labour Party under Jeremy Corbyn, a man called John McDonnell, just got an invitation to come and speak at a Labour conference on the state of the economy. I was slightly nervous when I found out last summer that a politician called David Davis, who is in charge of Brexit, he told a journalist he was reading Donut Economics, and I thought, please don't come up with a donut Brexit. I just won't survive that one. But in the Netherlands, in Belgium, in New Zealand, the Associate Minister of Finance gave a speech saying, we need to create a donut economy here in New Zealand. Of course, I thought, what have I done? Everyone's talking about donuts. This is crazy. But the fact that politicians are picking up on it, even when it goes into such
difficult terrain as beyond growth, which very few politicians know how to talk about. To me, it shows there is such a hunger in politics for a new narrative. Politicians know that talking about inclusive, green, sustainable, resilient, smart, balanced growth just isn't enough of a goal. And they're looking for that. You mentioned the World Economic Forum. I went there in January. They invited me. It's one of those decisions. Do I go into the middle of this power space or do I say, no, I'm not coming? I just say, I'm going. If you want me to come, I'll come and I'll have this conversation. So I was struck there that I sat in listening in sessions to business leaders who might say, we are going to create a zero carbon supply chain in our car manufacturing enterprise in the next 20 years. I heard politicians like Jay Inslee, who's a senator of Washington State in the US, saying, I want my state to be the first state to introduce a carbon tax in America because our president's not leading, so we're going to lead. So I heard ambition from business and from politicians. Not all of them, of course, not all of them, but there are people leading. I then went to a dinner which was for four Nobel Prize winning economists who were going to talk about the state of the economy. So I thought, this will be interesting. So I was sitting participant, and they were all, of course, four white English-speaking men from empire countries, and very smart people, with no disrespect, but they all stood up, and each one said things like, well, of course, the global economy is picking up again. Things are getting back on track, coming back to health. They're invoking this ever-rising line. That's the picture and behind their words. And not one of them in their opening remarks mentioned climate change. So the person who was moderating happened to be a woman economist who I know, and she saw me in the audience. She came over and said, do you want to say something? And it's one of those moments you think, I have to say yes. You know, I didn't prepare for this, but I have to say yes. Yes, I'll say something. So she said, and I'd like to invite a female economist to say something. So I mentioned, I'm just really struck that you were all invoking this ever-rising line of growth and that none of you mentioned climate change. And they looked a bit embarrassed. But I chatted to two of them afterwards and I gave them a copy of my book. And I said, of course, I'm an advocate. Of course I'm going to give them a copy of my book. I said, I really believe that economics needs to be rewritten, the basic syllabus. And they both said this. They went, that's going to take a very long time. And I thought, look, politicians, leadership, ambition, business leaders, leadership, ambition, economists, sitting back in inertia. It's extraordinary. Ich würde diese Frage gerne noch vertiefen, nämlich die des Wachstums und vielleicht auch die der Demokratie oder vielmehr die der Wachstumsideologie. Vielleicht können wir da nochmal anknüpfen und dann tatsächlich das Panel öffnen. Es gibt diese schöne Stelle in deinem Buch, wo du beschreibst, wie das Wachstum in allen Geschmacksrichtungen gerade angeboten wird. Nachhaltiges Wachstum, solidarisches Wachstum, grünes Wachstum etc. etc. Und das zeigt, wie tief verankert das ja auch ist, wie du es ja auch beschrieben hast. Und du hast jetzt ja auch nicht ganz rein zufällig Donella Meadows da, die mal gesagt hat, auf den letzten sechs Bildern war sie abgebildet, die sagte, Wachstum ist eines der dümmsten Ziele, die jemals von einer Kultur definiert wurden. Gewissermaßen ja. Und vielleicht kann man irgendwann die Politiker überzeugen. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die tagtäglich ins Alexa, in die Mall hier gehen oder in den Supermarkt oder online zu Amazon etc. etc.? Der Gedanke des Konsums, der gesamte Gedanke des Wachstums, da braucht man nur mit Gewerkschaftern zu sprechen, der ist ja fest drin. Wir pumpen mehr rein, dann kommt mehr raus. Und sei es auch, dass es zu einer Finanzkrise und erst einer Blase führt, wie wir sie 2008 dann erlebten, die immer noch nachwirkt. Aber gelernt haben wir daraus nichts. Meine Frage würde dann vielleicht nicht ganz oben ansetzen, sondern weiter unten. Wie kriegen wir das Wachstum aus den Köpfen? Und ich habe den Eindruck, du bezeichnest dich ja selbst auch in dem Buch als Wachstumsagnostikerin. Ich habe aber den Eindruck, so ganz agnostisch ist das dann wiederum nicht. Also ich meine, so verkrampft, da mittlerweile die Debatten geführt werden, scheint mir da auch bei dir eher was zu sein, was sagt, eigentlich ist Wachstum nicht der richtige Pfad, sondern wir müssen umkehren. Aber wohin? Und wie kriegen wir dieses Wachstum aus den Köpfen? Das scheint mir ein ganz entscheidender Aspekt zu sein bei den Konsumenten und Arbeitnehmern. Also ich meine das auch gar nicht, ja. Right, so
Growth is deeply written into our language, right? When we watch a baby learning to crawl, the first thing they do is they go backwards, but then they pull themselves forward and everybody cheers. And then they pull themselves up to stand and we all clap. So at the deep metaphorical level in our own bodies, we understand that progress is forwards and upwards. And it's in our speech. If I say, you know, why are you looking so down? Cheer up. Things will pick up again. You know, we're moving forward again. It's so embedded in the way we talk. So no wonder we think economic progress will take the same shape. And so it's deeply embedded. Growth is good. But then I can, as I did, point out there's another side to this. If I, in English, we use the same word. If I say my friend went to the doctor told my friend she had a growth. We use that word for cancer. And think of a body, a thriving, healthy, living body. If something inside it tries to grow forever inside a healthy, living system, we know it destroys that system on which it depends. So when we use the metaphor, not of forwards and upwards, but of our own bodily health, we understand balance. We understand that thriving means eating enough calories, but not too many. Enough oxygen, but not too much. Enough water, not too much. Everything goes back to ancient Greece, all things in good balance. So to me, how are we going to overcome this addiction to growth? Look to nature, right? As I said, nothing in nature grows forever. And that's why Janine Benyus, who I had on the screen, is a biomimicry thinker. I think we can learn a lot from nature. Nature's been thriving on this planet for 3.8 billion years. So if we want to stick around, we're pretty new. If we want to stick around, we'd be really wise to learn from nature. We've created economic institutions that aren't immutable. They're not laws. They are all designed. You mentioned the consumers going shopping. They used to be in fashion four seasons: spring, summer, autumn, winter. Then there were 12 seasons, one every month. Now shops like Zara have 52 seasons, not because we need new clothes, but because this is how they keep growing, because this is how you keep your shareholders happy. So it goes from the consumer to the advertising to the company, all the way back to the financial system that demands this ever-rising share price and the return to the investor. It's at the heart of the financial system. So this, of course, is a deeply rooted problem. And it's not easy to overcome, but I would say it's completely missing from nearly every student's education to ask the questions that came so naturally to Donella Meadows. To ask, is growth always possible? Is it always desirable? Is it always necessary? And what if it turns out that growth just isn't coming? The OECD predicts for countries like Japan and France a very polite term. They call it flat growth for decades forward. So some countries are already forced to ask themselves, what will it look like to thrive with flat growth? Just a last comment. I'm growth agnostic in the sense I'm not for or against growth. I never use the word degrowth because that sounds like I'm against growth. Why? I mean, it's just the value of goods and services sold in the economy. I want to know, is the economy becoming regenerative? And if we have to invest hugely in transforming our transport, our heating, our electricity, that will create investment that will create the economy to grow. Fine, because it's growing in the name of regenerative design. If some country decided to create a universal basic income, that would put more hands in the, take money from people who are saving it to put it in the hands of people who spend it. That will probably generate GDP growth. Fine, because we're creating a more distributive economy. But I don't believe that those transitions will always lead to more growth, because once we install solar energy, it costs money to put it in, but then it's free to generate, so it won't add to GDP. That's why I'd be agnostic. Let it fluctuate. Focus on what you want, which is regenerative and distributive economies, and allow GDP to become a variable that adapts. That's why I talk about being agnostic. I know it's easy to say. It's a 21st century challenge to figure out how to do it. Ich bin ja fast überzeugt, aber wie überzeugen wir eigentlich die Wirtschaftswissenschaftler und jene, die in den Redaktionen sitzen und jene, die im Parlament sitzen? Also das Netzwerk Plurale Ökonomik setzt dort an, wenn ich das richtig verstanden habe, Alternativen zu entwickeln. Aber wie bekommt ihr die Alternativen in die Köpfe und die Wachstumsideologie ein wenig raus?
Wie kriegen wir das hin? Ja, ich wundere mich auch immer wieder, wie weit wir schon gekommen sind in den letzten 4 Jahren. Also wir hatten ja vor 4 Jahren diesen internationalen Aufruf für mehr Pluralismus in der Ökonomik mit 19 anderen Ländern zusammen. Und ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt schon so weit sind. Also ganz ehrlich, wenn du mich damals gefragt hättest, wer wird diesen Aufruf zitieren, dachte ich, ja, Ökonomik, das interessiert doch niemand. Aber offensichtlich, die Economist, die Financial Times, Süddeutsche, haben alle irgendwie über uns geschrieben. Also offensichtlich sind wir irgendwie, also es ist irgendwie ein Thema, was schon auch viele Leute beschäftigt. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil wir schon merken, ich meine, wir sind jetzt inzwischen in Deutschland über 30 Hochschulgruppen, dass die Universitäten natürlich unter dem Druck stehen, auch die Curricula dann anzupassen. Also welche andere Disziplin hat es geschafft, eine riesige Rebellion gegen sich tatsächlich aufzubringen, bis auf die Ökonomik? Das ist schon ein recht einmaliges Erlebnis. Und ich habe schon das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg. Also ich denke, es gibt da so 3 Ebenen. Das eine ist so die Bewusstseinsebene. Ich glaube, da sind wir schon, haben wir schon viel gemacht. Also in den Medien ist es irgendwie präsent, an den Universitäten sowieso, vor allem in der Lehre. Ich denke, in der Forschung muss da auf jeden Fall auch noch mehr passieren. Deswegen entwickelt sich jetzt auch gerade dieses neue Institut Zoe, um eben diese Ideen auch in die Forschung und auch in die Politik zu bringen. Sicherlich bräuchte es irgendwie vielleicht auch nochmal so eine Art Medientraining, also ein Training mit Journalisten, was eigentlich an den Universitäten gelehrt wird und wie auch eine Wirtschaftswissenschaft abseits des Mainstreams aussehen kann, weil das ist ja genau das, was du meinst, Kate, ne? Es ist halt Economics 101, das haben sie halt gehört. Das sind diese 2, 3 Vorlesungen, die man dann hatte, und mit denen geht man dann in die Wirtschaftsreduktion und schreibt über ökonomische Themen. Dann haben wir es geschafft, eine Plattform aufzubauen, Exploring Economics. Wer von euch Lust hat, da mal einen Blick drauf zu werfen, das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Dort fassen wir quasi alle Videos zusammen, die Überblicke geben über alternative Wirtschaftstheorien, andere Denkschulen, andere Methoden, andere Normen. Ich denke, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Wir haben es auch geschafft, neue Bündnisse einzugehen. Also wenn man sich jetzt anschaut, in Schleswig-Holstein steht die plurale Ökonomik im Koalitionsvertrag. Also was ist das denn? Plötzlich schreibt eine Politik einen Lehrstuhl in einen Koalitionsvertrag. Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Und plötzlich schreien Kiel und Flensburg schreien jeweils, ja, hier, ich möchte gerne diese Professur haben. In NRW gibt es jetzt in Siegen einen Lehrstuhl für plurale Ökonomik. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir hier irgendwie auf einem richtigen Weg sind. Was die Frage nach Wachstum angeht, was ja nochmal irgendwie eine andere Frage ist, denke ich, wir müssen schon auch nochmal überlegen, wie gerade dieses Thema speziell jetzt an den Universitäten geframed wird. Momentan haben viele von uns dann im VWL-Studium die Vorlesung Wachstumstheorie 1 und 2. Wie wäre das denn, wenn wir das Fortschrittstheorie nennen? Und dann ist eine davon Wachstum und die andere ist Donut Economics. Und dann gibt es vielleicht noch Better Life, irgendwie der Index von der OECD oder auch Degrowth. Und dann können wir vergleichen, was heißt Fortschritt? Dann können wir darüber diskutieren. Das ist ja auch die Idee von Pluralität, einen Raum zu schaffen, über den diskutiert werden kann. So, genau, so viel erstmal. Das hätte ich vielleicht sogar auch studiert, dieses mannigfaltige Feld. Ellen, ich möchte auf einen Aspekt aber nicht nur noch eingehen, denn nicht nur hierzulande ist es ja so, dass Wachstum, Konsum etc. Gleich bedeutend sind mit Hoffnung und Sinn. Solange wir wachsen, gibt es so etwas wie Generationsvererbung von Hoffnung. Meine Kinder werden es mal besser haben. Solange ich konsumiere, brauche ich mich um die sonstige Sinnentleerung nicht weiter zu kümmern. Ich spitze jetzt mal zu. Wenn man das aber jetzt mal überträgt auf den globalen Süden, das Versprechen, was der Norden vorgemacht hat, ist ja, wir wachsen und dann können wir uns all die Dinge leisten, die wir uns gerade leisten, bis hin zu 2 Autos, 3 Kühlschränke und so weiter. Der Süden imitiert das gerade mehr oder weniger. Mit Blick auf China, Indien, da gibt es diese Wachstumstendenzen. Wie entkoppelt man das? Wie kann der Norden jetzt dahergehen und sagen, tut mir leid, wir machen jetzt die Donut-Ökonomie, ihr müsst euch jetzt einschränken. Wie entkoppelt man das? Was ist das Zukunftsmodell, um diese das zu ändern? Also zunächst
ist, glaube ich, Teil einer gerechten Wirtschaftsordnung immer, dass es selbstbestimmt und Mitbestimmung ein Teil davon ist. Und die haben wir uns genommen und haben es zum Teil Ländern im Süden nicht gelassen, denen wir Handelsregeln, Intellectual Property Rights, all solche Sachen ja jetzt schon diktieren. Und ich glaube, das ist das Schöne auch an der Art, wie Kate mit Growth Agnostic diese, also frage ja auch zu Recht um Shift, also niemand oder Teil von Donut Economics ist es aus meiner Sicht ja nicht, Ländern des globalen Südens zu sagen, ihr dürft nicht mehr wachsen, sondern an manchen Punkten brauchen wir Wachstum, um materielle Not, um materiellen Mangel zu überwinden. Und es leben immer noch über 700 Millionen Menschen in absoluter Armut. Also in ganz grundlegende Menschenrechte werden nicht erfüllt. Und da brauchen wir zum Teil auch mehr Wohlstand für diese Menschen. Und der eine Weg, wie wir das erreichen können, ist Wachstum. Und der andere Weg, und ich glaube, darüber muss man viel mehr sprechen, ist Umverteilung. Denn schon jetzt ist ja ein immenser Reichtum global gesehen da. Und es wird, einerseits haben wir in Ländern des Südens oder auch in China, das sind ja Länder, wo wir Eliten, unglaublich die größte Anzahl der wachsenden Milliardäre ist ja in China. Also es geht einerseits um Verteilung im globalen Maßstab, aber es geht auch um Verteilung innerhalb von Ländern. Es geht darum, solidarische Gesellschaften hier zu schaffen, wo Leute ausgeschlossen werden. Und es geht darum, Leute eine solidarische Weltgemeinschaft zu schaffen. Und ich glaube, diese beiden Sachen hängen zusammen. Und für all jene, die das nicht sehen wollen, frage ich, also wärt ihr bereit, in der Lotterie des Lebens zu tauschen mit einem Mädchen, einer Tochter eines indischen Farmers, der sich verschuldet hat für sein Saatgut, Klimawandel macht die Ernte futsch, der Kuhdung wird von Mädchen gesammelt, das Wasser wird von Mädchen geholt, das ist Frauenarbeit, selbstbestimmtes Leben. Wie viele Chancen bietet unser Wirtschaftsmodell jenem Mädchen und wärst du bereit zu tauschen? Und wenn du es nicht bist, dann musst du doch erkennen, dass sich an unserer Wirtschaft etwas ändern muss. Nur zu. Wir haben die Fragen bereit. Ich habe noch eine Frage, die brennt mir wirklich auf der Zunge und auf dem Herzen gleichermaßen. Weil da spricht einen wichtigen Punkt an. Und was ich in dem Buch tatsächlich ein wenig vermisst habe, ist die Frage der Demokratie, der Mitbestimmung. Wenn ich mir das anhöre, was Ellen dort vorschlägt, und ich weiß nicht genau, die Financial Times hat ja dein Buch zum besten Buch des Jahres 2017 gewählt und ausgezeichnet, was eine großartige Auszeichnung ist. Ich frage mich aber vor dem Hintergrund, ob die Financial Times begriffen hat, wie radikal das Buch ist. Ich habe mal, also mitunter, mir ist das sehr sympathisch, da geht es darum, nicht nur Einkommen umzuverteilen, sondern Reichtum umzuverteilen. Das ist in Deutschland, das möchte ich mal sehen, wie man das hier umsetzen möchte. Du redest vom Negativzins, faktisch vom Zinsverbot. Kann man ja auch mal auf den Marktplätzen für plädieren. Mal im Ernst, befürchtest du nicht, dass mit diesem Modell, wenn wir diese Abstriche im Norden machen müssten, wenn wir uns zurücknehmen müssen, in den Donut hineingehen, wie du das so schön sagst, erwartest du nicht erbitterte Verteilungskämpfe in einer so angespannten Situation, wo wir schon Brexit, Trump, AfD haben, wo es tatsächlich ans Eingemachte schon geht und wir befürchten müssen, dass es noch weiterhin schlimmer wird? Befürchtest du nicht, dass es da tatsächlich dann zu sozialen, wirtschaftlichen Verwerfungen kommt, mit denen wir bislang nicht rechnen, wenn wir dieses Buch einfach so lesen und die Financial Times vielleicht auch nicht? Yeah, I was pretty surprised when the Financial Times selected my book for the long list. So did Forbes. That really threw me as well. Forbes magazine. Just to be clear, my book was on the long list for best business book of 2017, but not on the short list. And not, I was kind of happy with that. Long list, but not the short list. Yeah, I can. Your publishing can company here in Germany describes it differently. It's PR. But then the Financial Times and McKinsey every year run an award for what they call transformational business.
And they've asked me to be on the panel. So again, it's a bit like going to the World Economic Forum. Do I do this or not? And I thought, I will do this. I will see what happens. So they know exactly where I'm coming from. They've invited me to be on the panel. They'll have a short list of companies. It's very clear. I'm going to say, is this enterprise regenerative by design? Is it distributive by design? Is it bringing humanity in the donut or not? That's the grounds on which I will vote. So if I can help change the discussion among the panelists and change the companies get awarded. So this is an ongoing advocacy strategy. If I feel like I'm being co-opted, I will leave. So it's really strange dancing with the Financial Times, with the World Economic Forum, and always remaining aware, how are you using me? And how can I influence you? And this is what change is about. On this point about there being distribution battles, of course, they're happening now, aren't they, right? Trump, Brexit, all over the world, the populism that's happening is, I think, precisely in response to people's fear of change, which is inevitably happening because the economy is a complex adaptive system. It's changing in response to pressures from climate change. It's changing in response to the rise of the 1%. So we're in those battles already. And I'm very inspired by a quote from Buckminster Fuller, who was a great American inventor last century, and he said, you never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. So first, let's be clear. You have to fight the existing reality. You have to expose tax havens. You have to expose corporate corruption. You have to shut down and divest from the fossil fuels. But I think we'll never change things only by fighting the existing reality. And you have to show a positive alternative possibility, because otherwise, for democracy, there is nothing for people to vote for. All there is to vote against, and it makes it really, reactionary politics becomes incredibly easy. Only when you show there's positive alternative that we can be for, that I think you begin to mobilize public opinion. So I step into the democratic space in that way. But again, I said, this book is like one jigsaw puzzle piece. It doesn't claim to say, this is the future. It's like, here's the economic mindset that really needs to be taught in universities to give today's economic students half a chance of creating a thriving 21st century. And we need that political transformation. What kind of democracy is compatible with this? And what kind of business? And what kind of social movements? So I see it as part of a much wider conversation. This is teamwork. You write that book. Jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen, wenn ich darf. Oder willst du noch kurz was sagen? Ich würde da gerne noch mal kurz einhaken. Du hast ja eben Trump und Brexit und so weiter angesprochen. Und man könnte, ich glaube, dieser Kampf ist noch nicht entschieden. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade auch 10 Jahre, wir haben ja dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum der Finanzkrise, sind wir immer noch in einem Zustand eines paradigmatischen Vakuums, in dem es noch irgendwie unklar ist, wohin geht denn jetzt die Reise? Und ich glaube, genau in so einem Moment ist es umso wichtiger, wie du gerade eben ja auch gesagt hast, Ideen zu haben, die einem irgendwie Orientierung geben. Und eben nicht nur in diese Angstposition zu verfallen und zu sagen, gut, ja, dann schotten wir uns jetzt eben ab oder dann treten wir irgendwie aus der EU aus oder so weiter. Und von daher glaube ich schon, dass gerade auch für eine demokratische Diskussion um was Fortschritt eigentlich im 21. Jahrhundert bedeutet, dieses Buch sehr wichtig ist. Jetzt Kaya und Barbara, ihr habt ausgewertet und ich freue mich, was jetzt dabei rausgekommen ist. Genau, wir haben die Fragen eingesammelt. Ich hoffe, dass alle von euch diese Zettel hier abgegeben haben und nach vorne gekommen sind. Und ein paar Fragen ziehen auch in die Richtung Wandel ab. Zum Beispiel kam die Frage auf, wann dieser Punkt erreicht sein wird, dass die kritische Masse von Ökonomen nicht mehr an diese Mainstream-Ökonomie glaubt, sondern der neuen den neuen Ideen folgt. Und wie wir zu diesem Punkt hinkommen. Ein bisschen näher? Okay. Danke. Da kam noch die Frage, wie wir diesen Wandel überhaupt erreichen können. Ist es besser, wenn dieser Wandel von unten nach oben geschieht, also bottom-up oder top-down? Brauchen wir vielleicht mehr Bewegungen? Was für Bewegungen brauchen wir, damit dieser Wandel erreicht wird? Oder brauchen wir Politikmaßnahmen? Welche Politikmaßnahmen können uns helfen? Außerdem kam noch die Frage auf, ob die Donut-Ökonomie überhaupt im Kapitalismus möglich ist. Also auch für euch.
Dann gab es noch eine Reihe von Fragen, die in Richtung Innovation abzielen. Es wurde gefragt, wie der technische Fortschritt innerhalb der Donutökonomie funktionieren kann. Und es wurde auch gefragt, ob wir, also der globale Norden, unseren aktuellen Lebensstandard halten können, wenn wir nachhaltig leben wollen, vor allem mit Blick auf Konsum und Energie. Dann kam noch eine Frage, die ich genauso vorlesen werde, weil die gut formuliert war. Und zwar, wie realistisch ist eine Diskussion über Transformation in vielen Bereichen angesichts der Grenzen, die wir gerade in Deutschland hochziehen? Gibt es, gefährden wir eine erfolgreiche Transformation möglicherweise dadurch, dass wir viele auf dem Weg zum Wandel auf der Strecke lassen? Außerdem gab es noch eine kritische Nachfrage, denn wir wissen ja eigentlich schon seit langem, dass Wachstum nicht unbegrenzt möglich ist. Und es gab schon 1972 den Bericht vom Club of Rome. Deshalb die Frage speziell an Sie. Warum brauchen wir noch genau die Donutökonomie? Und zu guter Letzt noch mal zwei Fragen an Sie. Was wären Ihre ersten 5 Schritte, wenn Sie jetzt die Welt ändern könnten? Und was ich auch besonders spannend finde, wenn man sich jetzt wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten anguckt und vor allem die Lehrstühle anguckt, fällt ja immer noch auf, dass die überraschend männlich sind. Und ich denke mal, dass vor diesem Hintergrund die Frage aufkam, wie Sie als Frau es so weit in der Akademiker geschafft haben, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie eben nicht für den Mainstream stehen, sondern Ihre eigenen Ideen präsentieren. Das war's. Ganz herzlichen Dank. Wir werden am Ende, wenn wir diese Fragen diskutiert haben, auch nochmal das Mikro rumgeben. Also dann gibt es eine letzte Fragerunde. Wer möchte, kann dann auch gerne sich nochmal melden. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Vielleicht die erste Frage, die gleich zu Beginn kam, die kombiniere ich vielleicht mit der zweiten. Die kritische Masse. Ist die erreicht? Wann ist die erreicht? Wann kippt es? Ja? Die Alphabetisierung des Ganzen ist ja ein Prozess von Generationen möglicherweise, die sich da vollzieht. Die haben wir aber bekanntlich nicht. Wie erreichen wir also diese kritische Masse? Und ist das eher ein Prozess, der von oben nach unten geht oder von unten nach oben? Und da würde ich jetzt einfach mal in die Runde geben. Da würde ich gar nicht jetzt bestimmte von euch ansprechen. Nur zu. Also ich denke, es gibt da keine richtige Lösung, so, sondern ich glaube, es braucht sowohl einen von unten als auch einen von oben. Also es ging ja um die Alphabetisierung auch für eine andere Wirtschaftswissenschaft und eine andere Wirtschaft, habe ich jetzt richtig verstanden. Und ich denke, wir müssen natürlich die Beispiele, die da sind, irgendwie sichtbar machen. Und das macht Kate mit ihrem Buch ja auf jeden Fall. Aber wir dürfen halt auch nicht da stehen bleiben. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die einfach zu häufig, oder das sind zwei Strategien, die zu häufig gegeneinander ausgespielt werden. Ja, also wir müssen nur die ganze Kultur ändern und wir müssen Degrowth machen und dann wird die ganze Welt besser. Das halte ich für unzureichend, sondern es ist ein Teil der Strategie, dass wir die kulturellen Normen ändern. Also wie viel wollen wir konsumieren, wie wichtig ist uns Konsum, was für einen Konsum haben wir, welche Präferenzen haben wir. Natürlich ist das wichtig, aber es greift halt nicht weit genug, sondern wir müssen gleichzeitig parallel dazu auch in der Politik ansetzen und uns die Frage stellen, gut, wie kann eine Regulierung aussehen, die genau diese Veränderungen befeuert, die dazu führt, dass sie skaliert werden. Und die abseits von dem kulturellen Wandel sind ja auch genug Beispiele da. Also Kate hat ja gerade sehr viele Beispiele aufgezeigt. Und ich denke, und das ist ja auch das, was Oxfam auch viel macht, eine starke Ressourcenpolitik gekoppelt mit zum Beispiel einer Umverteilungspolitik. Und da dient auch wieder das Donut-Modell dazu, dass wieder quasi diese Verbindung von Sozialem und Ökologischem zu sehen, das ist das, was es heute braucht. Wir müssen rauskommen aus diesem Silo-Denken. Es reicht eben nicht, wenn Svenja Schulze ankommt und sagt, ja, wir machen jetzt hier Energiesteuer, weil die hat natürlich wieder Umverteilungseffekte. Und natürlich gibt es dann Leute, die dann dagegen argumentieren. Und natürlich gibt es dann keine Unterstützung. Und natürlich kommt dann die Union an und sagt, nee, machen wir nicht. Und wenn man das aber quasi zusammendenkt, und ich, soweit ich das mitbekommen habe, arbeitet die SPD zumindest gerade so ein bisschen dran, dann habe ich so die Hoffnung, dass quasi diese beiden Strategien sich schön ergänzen und
wir vielleicht doch noch die Wende schaffen? Ich glaube, ich würde auch gerne auf zwei von den vielen Fragen, manche waren ja auch direkt an Kate, eingehen. Und das eine ist nochmal die mit, wo müssen wir ansetzen? Also man kann das ja auch darstellen, also als sozusagen die kleinen Experimente, die wir brauchen, einfach um möglich zu, also aufzuzeigen, dass im konkreten Unternehmertum, das eben nicht an Profit und Wachstum vor allem orientiert ist, sondern an sozialen und ökologischen Zielen, so wie Felber das mit der Gemeinwohlökonomie beispielsweise macht, solidarische Landwirtschaft, solche Projekte, dass das möglich ist, damit Leuten auch irgendwo die Angst davor genommen wird, dass wenn wir uns vom Wachstum verabschieden, wenn wir soziale und ökologische Ziele ins Zentrum unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten, unserer politischen Tätigkeit stellen, dass wir dann nicht vor die Wand fahren, sondern dass das ein Gewinn ist. Und daran möchte ich auch mal anknüpfen, diese Frage um Lebensstandard erhalten. Das eine, wenn wir über das Ende von Wachstum oder so nachdenken, ist es ja oft vor allem so eine Vorstellung von Verzicht. Ich kann da nicht mehr so, dann gibt es nicht mehr so viel, ich kann mir nicht mehr so viel kaufen. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass eigentlich ab einer bestimmten Menge an Konsumoptionen Menschen ja auch nur noch überfordert sind davon. Und das ist eigentlich auch ein, also in einer bestimmten Form von Verzicht ja auch ein Gewinn an Gemeinschaft, an Menschlichkeit, an Miteinander liegen kann, der gar nicht ein Verlust ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was ich stärken möchte als Perspektive. Also mehr Solidarität, mehr Gemeinschaft, mehr Menschlichkeit, das sind Gewinne gegenüber einer individualisierten, entsolidarisierten, auf Konsum getrimmten Gesellschaft, von denen wir alle lernen können und letztlich diesen Wandel zu erreichen oder von dem wir alle profitieren können. Und um diesen Wandel zu erreichen, brauchen wir sowohl den Donut als Bild, als mentale Infrastruktur, die wir ändern. Wir brauchen Parteien und Parlamente und Nichtregierungsorganisationen, die eben die konkreten Politiken ändern. Und wir brauchen Pioniere, die eben anfangen, solche Sachen ganz konkret in der Nische erstmal zu machen und dann diese Nischen zu fördern und da einzukaufen oder sich da zu engagieren und über uns selbst auch in Bezug auf die Wirtschaft nicht nur als Konsumenten denken, sondern als Bürgerinnen, die darin eine Mitbestimmungsmöglichkeit haben. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Ich würde die Frage gerne auch jetzt an dich weiterreichen, vielleicht aber etwas zugespitzt, weil ein Gedanke, der mir bei dem Buch auch kam, und ich würde da die Frage aufgreifen, zwei Fragen aufgreifen. Hoffst du insgeheim eigentlich auf den nächsten Crash, auf die nächste Krise, weil dann das Ganze etwas schneller geht und man mittels einer Schocktherapie vielleicht dann eher zum Donut hinkommt? Oder ist es dann tatsächlich die Politik der kleinen Schritte und wo findet die statt? When I was working at Oxfam 10 years ago, when we first started working on climate change, we would have meetings and we'd say, okay, let's imagine, well, first of all, maybe we need a catastrophe. This would really wake the world up. Imagine if there was a hurricane that hit New York. Well, that's happened. We've had Hurricane Sandy. Imagine if there was a city that just ran out of water, Cape Town today. We used to make up headlines from the distant future from 2050. I've already read those headlines in newspapers. And the real problem with this idea that we need a catastrophe to wake us all up, you know, you can read the newspaper, wildfires in California, another drought in the Sahel, flooding in another American city. And we have what's called shifting baseline syndrome, where we just get used to this. So actually, I think saying, oh, we really need a catastrophe, this will wake us up, I don't think it's the way. And actually, the scale of catastrophe that apparently would wake us up would be the kind for which there's no going back, like melting the ice sheets. You can't say, okay, we take it back now. There's no reversing. This is what tipping points do. They tip you into a completely different state. So no, I don't think that kind of thinking is the way. What I focused on is trying to show there is a positive alternative. It already exists. It's everywhere. We can think of communities that are doing this. We can all think of individual businesses and startups that are doing this. We can all think of political policies and countries that are beginning to try to make this happen. It is popping up everywhere. It's still small,
But once you see those patterns, and I was trying to give a coherent logic to those patterns in the book, so that politicians, having read it, think, ah, I'm beginning to see it all around. One of the nicest pieces of feedback I ever got was after I gave a talk a bit like this. A young woman came up to me in the UK. She had a very well-read copy of my book, and she said, would you sign this? My father bought it. He read it, and then he gave it to me, and he said, I think I finally understand what it is you're doing. And I thought, I can't ask for more than that. If this, obviously tension in the family, this donut family therapy is helping. But if it enabled her father to see a different kind of economy and then to make sense of what his daughter was doing, can this enable politicians and business leaders to start seeing, ah, these patterns, they're not just marginal little enterprises on the side, they're beginning of something new. It's not going to be the whole solution, but again, it's a jigsaw piece. It's teamwork. It's a big network of change. And it begins to start showing a positive alternative, which I think has to accompany the fear, right? You have to have awareness of the danger, but a positive alternative to actually move towards. And vielleicht zu der Frage, bevor ich eine letzte habe und dann den Raum gerne öffnen würde. Die Frage, wie ist es als Frau gegenüber dieser weißen männlichen Dominanz, das einzubringen? Sind die Wirtschaftswissenschaften noch so abgeschlossen? Ist Akademia, gab es dort Hindernisse, wo du sagen würdest, die müssen wir abräumen, damit wir möglicherweise auch die Wirtschaftswissenschaften ändern? Was ist deine Perspektive da? Rückblickend vielleicht auch und nach vorne. Well, to be honest, I have a lot in common with those economists. I may be a woman, but I'm still white, I'm still English speaking, and I'm teaching at Oxford and Cambridge, for heaven's sake. So I'm not that different. I have one point of difference. And I already see from my experience as a mother, immersing myself in that thinking, I see the huge difference. So imagine what happens when economics starts to be written by people from the global south, people with disabilities, people who have never been part of privilege, then you're beginning to get this much, much richer story. So I'm aware I'm bringing one slice of it. One of these questions was something like, you've become very high in academia. How did you do this? I really don't consider that I'm very high in academia. I teach at Oxford University. I'm not a professor at Oxford University. I mean, really, I go around talking about donuts. Come on. But actually, so I started teaching at Oxford. And at first I thought, oh, you know, am I going to be taken seriously by the students? But actually, I get taken very seriously by the students because they want to learn this. And then I realized, I'm in a really interesting position here. I'm teaching at Oxford University, but I'm not even trying to become a professor. I don't want to become a professor. So this is interesting. And actually, it gives me a freedom, because I don't have to publish in those journals and use those theories and score those points to get tenure. So now I have a freedom, and actually with freedom comes responsibility to use that place. And that's a really unusual position to be in. Okay, dann letzte Frage in die Runde. Letzte Frage in die Runde, bevor wir ins Publikum gehen. Aber die Frage finde ich spannend. Ich wüsste selber nicht, was ich darauf antworte. Deswegen kann man das Mikro auch gerne weiterreichen wie den Kelch. Aber was sind die 5 Schritte, die ihr vorschlagen würdet, die vielleicht auch ins Publikum hineingedacht? Ja, was sind 5 Schritte, die man machen kann? Also es kann ja nicht beim Müllsortieren aufhören. Oder Fahrradfahren in der Stadt. Was sind die 5 Schritte, die man machen sollte, um so etwas wie die Donut-Ökonomie, um eine Ökonomie der Grenzen, der begrenzten Ressourcen und wie kommen wir in den Donut hinein? Was sind die 5 Schritte, die wir da unternehmen können? Macht jetzt jeder einen Schritt und Kate macht 2, weil sie es besser weiß. It's a teamwork. Nur zu. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle einen Schritt machen. Und weil viele kleine Schritte sind zusammen, also kommt eine große Masse in Bewegung. Und deswegen ist das auch für mich, vielleicht wenn es eine zentrale Botschaft von so einem Panel gibt, dann ist es eben, es gibt eine Vision, es gibt viele Versionen, die wir in einer pluralen, also die wir gegeneinander diskutieren können. Aber zentral ist, dass sich jeder
die Sache aussucht, die er oder sie für sich anders machen kann. Und wenn das ist, ich kaufe bei einem Projekt der solidarischen Landwirtschaft, dann ist das der Schritt, der für mich passt. Und wenn es ist, ich gründe eine Genossenschaft, die Gemeinschaftseigentum, in Gemeineigentum Häuser baut, dann ist es das. Und ich glaube, jeder hat einen anderen Punkt, an dem er oder sie ansetzen kann. Und das Wichtige, also das Buch von Kate liefert dazu viele Inspirationen. Es gibt viele andere, die dazu viele Inspirationen liefern, was dieser Schritt sein kann. Und das Wichtige ist, dass wir ihn machen und nicht welcher. Die Richtung und die Richtung, die zählt. Das waren jetzt aber keine 5 Schritte, ne? Ganz viele. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, deswegen habe ich nur 4 aufgeschrieben. Also ich denke natürlich, schließlich engagiere ich oder habe ich mich sehr lange engagiert und auch immer noch im Netzwerk Plurale Ökonomik, müssen wir beim Denken anfangen. Und ich denke, da sind wir auf einem richtigen Weg. Das hatte ich ja gerade vorhin schon ausgeführt. Das Zweite ist, nachdem wir jetzt angefangen haben, relativ erfolgreich die Lehre zu verändern, muss das Ganze in die Forschung gehen. Wir müssen also andere Forschungsfragen stellen, andere Forschungsprojekte durchführen, damit wir einfach auch neues Wissen haben, was eben auch politische Entscheidungen leiten kann. Also das quasi erstmal den Möglichkeitsraum überhaupt eröffnet, darüber zu sprechen, wie kann denn jetzt eine integrierte Steuer-, Sozial- und Umweltpolitik zum Beispiel aussehen. Und beim Denken ist es, oder die Ökonomik, also die Wirtschaftswissenschaft ist da momentan in so einem Teufelskreis gefangen, in dem sie quasi sich die ganze Zeit nur selbst reproduziert und immer wieder weiter fortpflanzt. Und quasi, du hattest ja diese schönen Feedback-Loops. Also die Wirtschaftswissenschaft ist ein sehr schönes Beispiel für so einen Feedback-Loop, der einfach immer zu noch mehr Mainstream führt. Und ich denke, wir müssen uns da gut überlegen, welche Keile können wir in diesen Feedback-Loop hineintreiben. Und welche Kraft hält diese Keile auch in diesem Feedback-Loop? Weil natürlich wird dieser Feedback-Loop auch sie sehr schnell wieder raustreiben. Das Wort Feedback-Loop habe ich jetzt, glaube ich, zu oft gesagt. Und ich glaube, da sind auch wir alle gefragt. Also es ist nicht so, dass das alles von alleine passiert und die Ressourcen sind momentan extrem ungleich verteilt. Das heißt, natürlich müssen wir auch anders konsumieren, wir müssen Initiativen unterstützen, Spenden an Organisationen, die auch sich für andere Politik einsetzen. Aber, und das ist jetzt natürlich auch so eine kleine Werbung, auch die Initiativen unterstützen, die quasi bei der Ursache ansetzen und nicht beim Symptom, nämlich der Frage, wie verstehen wir Wirtschaft? Und ich denke, da sind wir auf jeden Fall alle gefragt. Das waren jetzt auch nicht 5 Schritte. Okay, I've written them on my 5 fingers. I'll be brief. In no particular order. 1, governments, get out of fossil fuels. It's so obvious we have to look up, not down, for energy this century. 2, governments and taxes. Shift the focus of taxes from taxing labor, as if firms employing people was something you wanted to penalize, to taxing the use of resources. This is the old no-brainer, and we can shift so much more to make resource productivity rather than chasing labor out of work. And create a global taxation of corporations and close down the tax havens. So a huge reform in tax. 3, anybody running a business should be thinking very deeply about the purpose of their enterprise and the design of it that enables them to actually help bring humanity into the donut rather than making profits by pushing us out. 4, if you're a student, join the Network for Pluralist Economics and have the confidence to raise your hand in the class when the professor just invokes growth. And then lastly, here's one we can all do. Go into the study of any economics professor or student that you know. Get that economics textbook down from the shelf. Open it on the page of Paul Samuelson's circular flow diagram. Take your pen and draw around it a big circle and label it the living planet. Because if you do that, everything else that follows has to change. So that is the most radical act for the start of rewriting 21st century economics.
Gibt es darauf noch Fragen? Es gibt ein Mikro, da hinten gibt es welche Meldungen. Ich sehe drei Männer, ich mache das quotiert. Da vorne, fangen wir da vielleicht an und dann gehen wir einmal rum. Test, funktioniert. Okay, ich höre gerade, wir haben 10 Minuten noch mit den Dolmetschern. Deswegen bitte ganz kurz, prägnant und wir machen es dann schnell. Okay, meine Frage würde dahingehen, inwieweit schon Umweltpsychologie zu Rate gezogen worden ist. Und wer sich dafür interessiert, kann sich nochmal an mich wenden hinter. Ich habe da ein paar Tipps zu. Noch jemand? Jetzt traut sich keiner mehr. Doch. Da vorne? Kaya, du darfst auswählen. Ja. Ich mach das. Ich hatte eine Frage, weil Sie meinten, dass wir wegkommen müssen von den Ländern, die eine Wirtschaftspolitik machen, zu einer weltweiten Wirtschaftspolitik, weil wir auch alle auf einer Erde leben. Und woran ich dann immer denken muss, sind die verschiedenen Währungen, weil ich war selbst in Brasilien und ich habe gemerkt, die hatten eine Wirtschaftskrise und denen ihre Währung war extrem wenig wert. Und wir können ja eigentlich nur mit Arbeit quasi uns was erarbeiten. Und wenn bestimmte Länder einfach gar nicht durch den Werteverlust ihrer Geldwährung gar nicht erst auf unser Level kommen können, sollte dann einfach eine einheitliche Weltwährung angeschafft werden oder brauchen wir noch weiter sowas wie eine landesweite Ökonomie? Gut, ich würde, auch wenn es eng ist, vielleicht noch zwei weitere Fragen hinzunehmen. Kate steht danach für weitere Fragen auch noch zur Verfügung. Du hast mich angetrieben, jetzt muss ich hier... Also ich habe gerade noch das Mikro, soll ich einfach mal reden? Das nennt man Aneignung dann im wirtschaftlichen Sinne, nur zu. Ich habe gefragt. Ja, dann mache ich 3 aus 2. Gut. Okay, also ich habe keine Frage, sondern einen Vorschlag für einen Schritt. Und zwar, ich schlage vor, dass wir einfach mal aufhören, diesen Wachstumsgedanken auch in uns immer weiter zu treiben und nicht ständig immer von allem, sei es jetzt green oder not green oder sustainable or not sustainable, immer mehr zu brauchen. Also wenn ich mir die Grundbedürfnisse anschaue, die wir so haben, sei es jetzt beispielsweise Wohnung, sei es Kleidung, sei es Ernährung, sei es Fortbewegung, es gibt so viele kostenfreie und nachhaltige Möglichkeiten, die wir da nutzen können. Ich denke an Umsonstläden, ich denke an Foodsharing, ich denke an Repair-Cafés, dass wir einfach mal aufhören müssen, so viel Geld zu verdienen, um auf einer nachhaltigen Art und Weise unsere Bedürfnisse zu befriedigen und einfach mal mehr selber tun und in unserem Umfeld uns mit unseren Menschen, mit unserem Umfeld einfach vernetzen, dass wir einfach auch nur die Hälfte der Zeit arbeiten müssten und ja, dann hätten wir schon eine ganze Menge geschafft. Danke. Jetzt bitte noch 2 weitere, vielleicht gehen wir tatsächlich, Kaya, sie kann ja nichts machen. Also wir sind jetzt hier sehr viele Leute, wie wir festgestellt haben, aber wie bringen wir Leute dazu, auch darüber nachzudenken, die einfach nicht drüber nachdenken, für die das sehr weit weg ist und die ganz andere Probleme in ihrem Leben sehen, aber die halt mitmachen müssen, wenn es soweit ist, weil wir das ja nur als Gemeinschaft schaffen können. Und wenn es soweit ist und die Leute nicht drüber nachgedacht haben, dann wird das ein Schock sein. Und wie bringen wir die Leute halt auch auf den Weg, auf dem wir sind? Danke. Und vielleicht da hinten noch in dem Bereich. Einmal das Mikro bitte durchgeben, vielleicht. Ja, danke. Vielleicht hier war auch noch irgendwas, oder? Gut. Wir haben auch viel über Verteilungskonflikte gesprochen. Und dann ging es viel darum, dass wir Teile unseres Lebensstandards aufgeben müssen, eventuell, damit auch andere Menschen im globalen Süden des Planeten mehr haben können. Und ich finde, das birgt ja doch sehr viel Konfliktpotenzial, weil das immer beinhaltet, dass uns etwas weggenommen wird, sage ich mal. Denken Sie, jetzt vielleicht auch an Kate, dass wir diese Konflikte auch bei Design lösen können? Also, dass wir quasi unseren Lebensstandard erhalten, aber immer nachhaltiger gestalten, sodass der gesamte Wohlstand auf der Erde steigen kann und alle Menschen quasi versorgt sind. Vielen Dank. Die Fragen gebe ich jetzt vielleicht erstmal an Kate. Vielleicht fangen wir mit der letzten Frage an. Kann man die
Verteilungskonflikte by Design lösen, so wie das gesamte Konzept von dir letztlich by Design ist? Ist das möglich? Fällt dir was ein? Well, obviously I don't know, because we don't know the future, but I believe that there is a lot more we could do by design. We've come from 200 years of economists telling us the economy has laws. And we need to discard that mentality and recognize that all economic institutions are designed. The design of finance, the design of democracy, the design of the monetary system and the currency that we have, the design of business and what it's for, everything is a design. We call it governance as well. So of course we can change these things. Can we keep the standard of living? Again, we have to come back and ask ourselves, well, what is it we actually value? Do I value having a washing machine in my kitchen? Or do I value having access to laundry services? Do I value having a big hulk of metal outside my front door called a car? Or do I value having clean, efficient, affordable mobility around the city I live in? So it's a shift from the idea of ownership to access. And I think when we shift there, a lot becomes possible in terms of redesigning at a same or even better standard of living. You know, some people are already opting to live in a street that doesn't have cars, where I don't own a car and I have access to a car sharing scheme, because you know what it means? My kids can play in the street. We have a community and I know my neighbors. And more people are realizing that is actually what I value. That is ultimately part of my standard of living. Die Frage, ich schiebe die Frage mit der Umweltpsychologie gerade so ein bisschen von mir her, weil ich noch nicht weiß, wer sie beantworten kann. Vielleicht könnt ihr darüber nachdenken. Aber die Frage mit der globalen Wirtschaftsgerechtigkeit, Ellen, vielleicht magst du darauf eingehen. Die Frage, welchen Wert Arbeit hat, und die Frage einer einheitlichen Weltwährung, wenn ich die richtig im Kopf habe. Okay, also die Frage mit der einheitlichen Weltwährung möchte ich nicht beantworten. Aber, okay, dann, wenn du die einfache Antwort darauf hast, dann ist super. Vielleicht nochmal ein Punkt, der vielleicht zu der Verteilung zurückgeht. Und ich glaube, das ist das, was Kate gesagt hat und was ich auch schon angesprochen habe, dass es eben auch darum geht, zu erkennen, welcher Gewinn in einem weniger liegt. Und deswegen sage ich nicht, dass das einfach wird. Und ich sage auch nicht, dass das konfliktfrei ist, weil selbst sowas wie ein Buch über Ökonomie schreibt, oder es gab die Bundeszentrale für politische Bildung, hat man Material rausgegeben über Wirtschaften, die nicht die Mainstream-Version vertreten hat. Und das wurde durch den Bund der Industrie eingestampft. Also, oder hat das veranlasst, damals den Innenminister das einzustampfen. Und wo man sieht, wie viel Widerstand es gegen ein anderes Denken gibt, das andere wirtschaftliche Ziele verfolgt. Und deswegen ist das aber trotzdem der richtige Schritt, glaube ich. Und eben wenn wir für uns erkennen, dass wir nicht Lotto spielen wollen, so wie ich das vorhin gesagt habe, mit dem Los, wo wir bereit sein müssen, das Los anderer in Kauf zu nehmen, dann müssen wir daran arbeiten, dass sozusagen, egal welches Los ich ziehe, ich in der Lage wäre, ein selbstbestimmtes Leben mit diesen, also mit existenzsichernde Löhne. Das wäre vielleicht einer von diesen wichtigen 5 Schritten. Also Menschen für die Arbeit, die sie machen, zu bezahlen, sodass sie davon leben können. Und daran führt kein Weg vorbei. Und im Moment tut es vielen weh. Und das sehen wir aber nicht. Und vielleicht ist der Punkt, wo wir können was abgeben, ohne dass es uns so weh tut. Und den Schritt müssen wir, glaube ich, bereit sein zu machen. Kate, du willst was zur Währung sagen, kurz? Yeah, I thought it was a really interesting question on currency. So just, I'm not going to answer directly, specifically about Brazil, but I think there is one global currency right now, and it's not money, it's energy. I think money became the obsession of 20th century economics. It was the century in which Simon Kuznets invented GDP, and it became the monetary metric. I think the 21st century will be managed far more smartly through energy, because it is the fundamental unit behind everything.
Money was needed to buy all of the things in this room, but you know what? Energy was needed too. And when physicists come into economics, they say, but you know, let's measure the metabolism of a city and its energy content. So I think we already have one currency, which is energy, which is why people fight under the stuff that's under the ground. The beauty is the sun is handing out this currency every day around the world. So there's a distributed design to energy. But on the issue of money, which is designed, I learned a lot from Bernard Lyotard, who's a Belgian thinker about complementary currencies. And he says, you know, every currency has a design. You can ask yourself, who has the power to create it? Is it the state? Is it the commercial bank? Is it the community making a complementary currency? What character does it have? Does it bear interest? Is it interest-free? Or does it actually have a demurrage? It loses value as you hold it. Very different designs. And what can it be used for? Different kinds of money can be used for different things. Like an airline issues a currency called an air miles. So they issue it. The design is that the more you collect, then the more future flights you can have. And you can only use it for flights. We actually use many different currencies. And I think Bernard Lyotard is right that too much of the world has been ruled by one design of money, which is money created by commercial banks bearing interest, which creates debt. And it's a monetary monoculture. And actually, if we want to be resilient as communities, you would almost want to have an ecosystem of money. So able to use the mainstream dollar or euro, but also have a complementary currency that you can switch in and out of. I know it sounds quite abstract, but again, I think it's really interesting to realize that money's designed. I was never invited to think about the design of the money that I think is normal in my economics degree, and to ask what kind of money, is it going to be a Bitcoin-based or a blockchain-based currency, probably? What kind of design will we want blockchain to hold that it would actually lead to regenerative and distributive outcomes rather than accumulating value to the 1%? So I don't give a direct answer to the question, but it's a really good question that opens up a much wider design question about what kind of money is in service to life. Ich habe noch zwei Fragen auf dem Zettel, die sind unbeantwortet. Wir müssen die hier nicht beantworten, aber wenn es darauf spontane und vielleicht kurze Antworten gibt, die Dolmetscherinnen machen bereits Überstunden, deswegen will ich unser aller und vor allem ihre Geduld nicht zu strapazieren. Aber die Umweltpsychologie ist der eine Aspekt gewesen und der zweite Aspekt ist, wie überzeugen wir jene, die diese Frage bislang nicht mal interessiert oder tangiert, zumindest glauben sie das. Vielleicht könnt ihr dazu noch Stellung beziehen, ganz kurz. Ich würde gerne kurz was zu der Frage sagen, ob alle mitmachen müssen. Ich glaube, man muss eben die Frage anders stellen. Eben, müssen alle mitmachen? Ist das wirklich das, was wir anstreben? Wenn wir uns Verkehrsregeln geben, ist es auch nicht so, dass jeder mitredet. Und es macht Sinn, dass natürlich ein Teil der Bevölkerung mit, also alle sollen natürlich mitbestimmen können, deswegen haben wir eine Demokratie, aber wir delegieren ja durchaus auch diese Fragen an andere Menschen. Und deswegen würde ich nicht sagen, wir müssen unbedingt alle, müssen nicht alle alles wissen und es müssen auch nicht alle alles nicht quasi über alles Bescheid wissen und jetzt habe ich mich natürlich so ein bisschen verzettelt. Aber wir brauchen eine kritische Masse und die kann aber auch ausreichen, weil diese Masse sind quasi wie lauter so Kondensationspunkte, an denen die dann am Ende einen großen Tropfen geben, der vielleicht doch einen Unterschied macht und nicht nur ein großer Tropfen ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist. Dann schließen wir ab mit der kritischen Masse, würde ich sagen. Ganz großen Dank in die Runde, ganz großen Dank an alle, die das ermöglicht haben hier. Ich hoffe, wir sind ein wenig hineingelangt in den Donut. Dieses schöne Bild nehme ich aus deinem Buch auch mit, die Metapher in den Donut hineingelangt. Und ich glaube, dieses Bild setzt sich fest und ich kann nur hoffen, dass das eine Debatte anregt hierzulande, die, wie ich sagte, und da schließt sich vielleicht der Kreis eben nicht nur um kulturelle, sondern auch um ökonomische Kämpfe wieder rankt. Und insofern hoffe ich, dass viele das Buch lesen. Es gibt es da vorne zu kaufen. Ich denke, du signierst es auch vermutlich. Also auf Anfrage auch das. Unten gibt es noch einen Versammlungsraum für die weiteren Diskussionen mit Donuts, Brezel und Getränken. Ihr seid alle herzlich eingeladen und ich hoffe, die Debatte geht weiter. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause.